Was? Kann man das ballern, will, keine Ahnung, ich baller gerne, ne? Es ist Zeit für ein Duell. Toll. Mir ist erst sehr spät aufgefallen im Intro, dass wir beide das sein sollen, Niklas. Das sollen wir sein? Ja. Das ist doch Yu-Gi-Oh! Nein, das sind wir beide gemalt. Ihr hört keinen so einen Bart. Okay, so, ich erkläre mal ganz kurz, was hier abgeht heute. Also, wir haben 30 Fragen, die ihr abwechselnd beantworten werdet. Die ersten 20 Fragen sind 10 Punkte wert, die letzten 10 Fragen 20 Punkte. Das Team, was dran ist, hat zum Beantworten einer Frage immer 3 Minuten Zeit und kann sich währenddessen noch beraten. Das Team, was nicht dran ist, hat immer 10 Sekunden Zeit, um eine Karte verdeckt herauszulegen und auf diese Art und Weise auch zu antworten. So war das, ja. Mhm. Ja, meinst du, wir kommen über 10 IQ zusammen? Genau. Ja? 20 sind drin, glaube ich. Okay. Es gibt ein paar Sonderregeln. Zunächst einmal gibt es die Sonderregel, dass ihr jederzeit eine Information anfragen dürft. Das heißt, ihr kriegt eine weitere Information von mir, die euch dabei helfen soll, die Frage korrekt zu beantworten. Mhm. Wenn ihr diese Information anfragt, also den sogenannten Info-Joker benutzt, ist die Frage aber nur noch die Hälfte der Punkte wert. Mhm. Bei einer 10-Punkte-Frage wäre die Frage nur 5 Punkte wert. Mhm. Aber ist vielleicht trotzdem besser, als eine falsche Antwort zu geben. Mhm. Darüber hinaus gibt es noch 3 Zusatz-Joker. Das eine ist der Twitch-Chat. Das heißt, der Chat wird gefragt, welche Antwort ist falsch. Und der Chat darf eine falsche Antwort rausvoten. Ihr dürft den Chat dabei auch manipulieren. Also zum Beispiel sagen, bitte wählt das raus, wenn es falsch ist. Ob der Chat das dann macht oder nicht, ist die Sache des Chats. Der Chat-Joker hilft euch immer, also selbst wenn der Chat die richtige Antwort rauswählen würde, würde ich das so korrigieren, dass ich euch eine falsche Antwort nenne. Mhm. Dann gibt es... Pass auf, ne? Ich passe immer auf. Dann gibt es einen neuen Joker, der Falsch-Joker. Wenn ihr den einsetzt, müsst ihr keine richtige Antwort geben, sondern eine falsche Antwort. Boah, das heißt, die Chance ändert sich. Das ist ja richtig krass. Das ist ja geil. Der ist ja gut. Das muss ich auch einen ausdenken. Aber den kann man nur einmal einsetzen. Genau, nur einmal. Können wir nicht ein Reverse-Smart-IQ machen, dass wir immer die falschen finden müssen? Das könnte man auch machen. Ja. Warte mal, welche gibt es noch mal? Twitch-Joker, Reverse und? Den dritten erkläre ich jetzt. Der dritte ist, ihr sagt, dass der Gegner eine falsche Antwort hat. Wenn er die schon gesagt hat oder davor? Nee. Also ihr seid ja normalerweise einfach dran, habt 3 Minuten und die Gegner wählen ja eine Karte raus. Ah, okay. So, genau. Und das ist ein Gamble. Ihr beantwortet die Frage trotzdem. Okay. Ja. Der Joker ist nur so ein Zusatz. Und solltet ihr richtig liegen, kriegt ihr nochmal Punkte. Und was ist, wenn wir falsch liegen, aber den Joker gesetzt haben? Dann gibt's nichts. Also ihr müsst antizipieren, dass die Gegner das wohl falsch geantwortet haben. Und, was ist, wenn wir es wissen und den Joker setzen, die es aber wissen? Dann kriegt ihr normale Punkte. Ganz normale Punkte. Also es ist nur ein Bonus. Das sind nur Bonuspunkte. Wenn ihr könnt einmal sagen, das haben die Gegner bestimmt falsch. Und wenn ihr richtig liegt mit eurer Vermutung, dann kriegt ihr Bonuspunkte. Was, wenn wir es nicht wissen, wir den Joker setzen, die es aber auch nicht wissen? Kriegen wir keine Punkte. Nee, warte, dann kriegen wir doch deren Punkte, oder? Wenn beide falsch sind, haben wir ja trotzdem richtig mit dem Joker gehandelt. Ach so, ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Also ihr müsst so antworten, aber ihr könnt noch zusätzlich sagen, die haben es aber falsch. Alter, dann kriegt ihr nochmal Bonuspunkte. Ich weiß es nicht. Das sind Liegestütze. So, jetzt müssen wir noch die Reihenfolge festlegen. Um das zu machen, gibt es einmal Schere, Stein, Papier, Best of 3. Du hast gewonnen gestern. Aber warte mal, ich habe gestern das Turnier gewonnen. Das heißt, eigentlich steht ja schon... Also ich war Zweiter. Also eigentlich schon fest. Wir haben ein ganzes Turnier gemacht und ich habe gewonnen. Und Leon war Zweiter. Okay. Können wir nicht gelten lassen, oder? Oder wir machen ein Best of One jetzt sofort, damit ihr zeigt, dass ihr besser seid, wirklich. Vergiss nicht, Schere, Stark. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich habe nämlich gestern extra verloren, um diesen Moment zu gewinnen. Okay. Ich habe die ganze Zeit so getan, als würde ich heute Tanzschere. Also habt ihr jetzt gewonnen? Habt ihr euch darauf geeinigt, dass ihr jetzt gewonnen habt? Wir haben gewonnen, ja. Okay, dann dürft ihr entscheiden, ob ihr anfangt oder nicht. Was war mein Preis für gestern? Ich habe nicht mal einen Preis bekommen. Nee, das war du hast den Kuchen bekommen. Wollen wir anfangen oder wollen wir aufhören? Nee, Maurice hat den Kuchen gegessen. Sollten wir aufhören, weil wir dann reagieren können. Mehr Zeit, Joker, oder? Ja. Okay, wir möchten, dass das andere Team anfängt. Mhm. Okay. Und wir möchten, dass das andere Team anfängt. Okay. Wir spielen den Reverse-Joker. Könnt ihr gerne dafür verschwenden. Unsere Antwort war richtig, dafür kriegt ihr keine Punkte. Schade. Aber nur wenn WoW-Fragen kommen, sind wir dran. Okay. Alles klar, so. Okay. Wenn Niklas und Leon anfangen, heißt das vor allem für jetzt Matteo und Andi. Komm, Team Honda. Du musst in den ersten 10 Sekunden eine Karte rauslegen.
20 IQ ist unser Ziel. Okay, auf geht's. So. So, die ersten 10 Sekunden habt ihr, ne? Ja, erst hatte ich die Frage vollständig vorgelesen, wurde dann 10 Sekunden. Okay. Okay. Moment, warum ist der Timer nicht da? Ich muss kurz gucken. Gibt es den Joker nicht mehr, dass man direkt sagen kann? Ohne Antworten? Nee, ne? Gibt's nicht mehr, leider. Nee. Warum kommt denn der Timer nicht? Ich kann auch den Timer machen. Tick. Also das Lustige ist, ich komme gerade nicht drauf, wie es wirklich tick, heißt. Ich muss noch lesen. Oder was? Ich weiß es. Okay, dann tick, kannst du ja schon. Tick, tock, tick, tock, ticke, tocke, ticke, tocke, ticke, tocke, ticke, tocke, ticke, tocke. Du hast auch ein bisschen gespielt, Fallout, ne? 76. Mann, hier ist Fallout Profi. Wobei, das habe ich ja sogar im Stream mal wieder angefangen. Ja. Mein Account, also mein Charakter ist da weg. Wie? Was? Ja, wir haben das zusammen gespielt. Ich habe meinen Nahkampf-Dude, der alles weggeschaufelt hat. Krass. Alles weggewiped? Keine Ahnung, vielleicht war das nur lokal gespeichert oder so, aber. Oh Mann, Todd, ey. In dem Jahr 2012 oder. Warum? Bethesda. Eine Idee, woran es liegen könnte. Meint ihr, Bethesda macht noch was Gutes jetzt? Aha. Ja, die werden irgendwann komplett wieder zurückgehen müssen. Die werden das halbe Studio feuern müssen, weil die kein Geld mehr haben. Und dann werden die wieder ein Spiel aus Passion bauen. Meinst du? Oder es löst sich auf und die Entwickler gehen woanders hin. Es wird irgendwas Neues gegründet. Kann auch sein. Wie Bond. Gut. Weil der Ruf auch, ne? Okay, dann können wir anfangen. So, die erste Frage lautet, welche Währung wird im Fallout-Universum typischerweise verwendet? 1. Patronen. Der Timer läuft nicht. Ach so. Ja, ich muss lese erst alle Antworten vor. 2. Zigaretten. 3. Kronkorken. Oder 4. Uran-Pellets. Das ist heute Videospiel. Wir sind noch fertig. Ja, ist LAN. Ja, ist nur Videospiele. Sagen wir mal, sehr starker Fokus auf Videospiele. Nur bitte. Es gibt ein bisschen Popkultur. Okay, was sagst du? Videospiele richtig. Also, ich hätte jetzt 3 gesagt. Ich wusste es nicht genau, aber ich glaube, 3 hatte ich irgendwie im Kopf. Also Kronkorken. Ja. Okay, wir locken ein. Okay, ihr sagt 3, also Kronkorken, was sagt ihr? Natürlich auch 2, ja. Ihr sagt auch 3 Kronkorken und das ist richtig. Es beginnt mir richtig schlau. Jetzt fühle ich mich richtig schlau. Genau. Aber wir dürfen uns nicht aus diesem Gefühl ausruhen lassen. Aber wir haben viele IQ jetzt schon. Wir haben die Hälfte von unserem Ziel schon. Genau. Stimmt. Es gibt auch eine Begründung, und zwar die Wahl der Zahlungsmittel ist insofern logisch, da sie nur schwer zu fälschen sind. Das ist Quatsch. Aber in großen Mengen vorhanden sind. Das ist richtig. Also nach der Apokalypse gab es wohl offensichtlich noch viele Kronkorken, aber nicht mehr viele Dollaris, warum auch immer. Und deswegen, ja. Die Dollar sind verschimmelt. Die nächste Frage. Jetzt kommen wir, ne? Ihr habt 10 Sekunden. Okay. Genau, ihr habt 10 Sekunden dann. Welches Pokémon-Spiel führte die Mega-Entwicklung ein? Das musst du ja wissen. X und Y, Gold und Silber, Schwert und Schild oder Diamant und Perl? Eins von denen. Ich weiß es nicht. Das weiß sogar ich. Bist du, Leon? Ich muss das hier sein. Lass die erstmal wählen, dann können wir diskutieren. Ich weiß nicht mal, dass es das gibt. So, ich habe ja nur ein Dings gespielt. Nur ein Pokémon gespielt, und zwar Schwert und Schild. Ach so, okay. Und da gab es dann nicht diese Arenen, in denen dann diese Riesen-Pokémon, ist es damit gemeint? Die Mega-Entwicklung ist doch diese Riesen-Pokémon in den Arenen, die so riesig sind. Dann kämpfst du mit mehreren Leuten gegen so ein Riesen-Pokémon. Okay. Ist es nicht die Mega-Entwicklung? Oder kennst du was anderes als Mega-Entwicklung? Ich kenne keine Mega-Entwicklung. Gut, dann ist es wahrscheinlich das. Du hast die neueren Pokémon nicht gespielt, oder? Nee, und in Pokémon Go gibt es das, glaube ich, auch nicht. Da gibt es auch große, aber... Ja, ich kenne das nur von Schwert und Schild, wo man in der Arena ist und dann wird es so gigantomäßig, so Godzilla-mäßig und dann musst du das halt besiegen. Und habe ich sogar geschafft. Ich weiß auch nicht, Gold und Silber ist, glaube ich, eher früh und sonst weiß ich aber auch die Reihenfolge gar nicht. Wenn ich das irgendwie an der Entstehungsgeschichte irgendwie festmachen würde. Also ich glaube, Schwert und Schild ist das Neueste. Ne? Und die anderen, also XY gibt es das überhaupt? Kenne ich nicht. Diamant und Perl gibt es, denke ich, aber ich weiß nicht wann. Oder heißt, heißt die Mega-Entwicklung, ist es was anderes und ich verwechsel das. Wie könnte denn Mainz heißen, wo die so riesig werden? Heißt es vielleicht anders? Vielleicht Giga. Stimmt. Ja, aber... Die Mega-Entwicklung, was gibt es sonst noch für eine Art Entwicklung, die man so nennen könnte? Ich denke schon, dass es das ist. Ja, dann würde ich 3 nehmen, Schwert und Schild. Weil ich halt das Einzige, was ich gespielt habe. Sonst hätte ich gar keinen Input zu dieser Frage. Ja, und wir haben keinen Anhaltspunkt, ob es das davor schon gab oder nicht. Ja. Wollen wir uns einen Tipp geben? Nee, ich würde schon gamblen eigentlich. Wir sind gerade, ist gerade 10-10. Wenn wir die falsch beantworten. Ich würde gamblen, damit wir die vollen Punkte bekommen. Ich würde die Info nehmen, glaube ich. Warum? Weil wir zu hart gamblen. Das kann auch Diamant und Perl oder Gold und Silber sein. Die kennen wir auch alle nicht. Ja, aber
Du kennst nur eins davon und da gibt's das. Aber was ist mit den anderen allen? Ich bin mir sicher, dass es da zum ersten Mal gab. Ach so. Das, dieses Riesending gab es vorher nicht. Ich weiß ganz genau aus dem Trailer. Okay, ja gut, dann. Ich weiß noch nicht, ob es Mega-Entwicklung heißt, aber dass die so riesig wurden, gab es zum ersten Mal da, 100%. Okay, dann gambeln. Warte mal. Bin ich gerade nicht mehr 100% sicher. Komm, lass gambeln, Andi. Aber vorher warst du 100% sicher. Vorher war ich 100% sicher. Also wir müssen nicht ziehen. Wir sagen 3, Schwert und Schild. Ihr sagt Schwert und Schild. Was sagt ihr? 1, XY war es. Was du meinst, ist die Gigantamax oder so? Ah, scheiße! Ich wusste! Und Mega ist quasi einfach nur so eine etwas abgepasste Form davon. Und das gab es, glaube ich, erstmal in XY. Die Erklärung von Leon ist einigermaßen richtig. Ja, das war das, was ich... Dynamax heißt dieses. Genau, Dynamax war das, was ich meinte. Genau. Ich habe den Namen. Ja, hast du recht, Andi. Und Mega-Entwicklung ist... Oh. Aber das habe ich gesagt. Ja. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie es heißt. Ich weiß nur, dass es das gibt. Und das also zum Beispiel Turtok kennst du doch, ne, Matteo? Nein. Genau. Das ist die Schildkröte mit den 2 Spritzern. Und in der Mega-Entwicklung kriegt er einen 3. Spritzer. Das wusste ich überhaupt nicht. Ja, ich wusste nicht mal, wer es gibt. Ich wusste nicht mal, dass es XY also, das war, glaube ich, die... Enttäuschend. Nee. Sorry, war vor Andi. Schwarz und Weiß, glaube ich. Niklas und Leon kriegen 10 Punkte. Nee, es war die Strategie, war okay. Easy. Sehr gut. 20 Kuh. Wir haben vielleicht gute Synergie, Leon. Okay. Aber wir sind auch Team Honda. Eben. Wir haben schon unser Ziel erreicht. Wir haben schon unser Ziel erreicht. Krass. Das nächste Ziel ist 40. Okay. Ich hätte immer Frage. 40, okay, 40. Matteo und Andi wieder die ersten 10 Sekunden. 40 auf ist geht's. Drin. Wie hoch ist der IQ von Dr. Ivo Eggman Robotnik? Oh. 100 IQ, 200 IQ, 300 IQ oder 400 IQ? Nee, nimm irgendwas. Immer hier sagen, Leon. Wir müssen ja, wir haben ja Zeit. Ja. Achso, wir sind dran. Achso, ja. Genau. Eieiei. Keine Ahnung. Ja, das ist der Sonic-Endboss. Genau. Ach, der böse Doktor. Der böse Doktor bei Sonic. Wie IQ hat er wohl? Also 200 IQ hat er auf jeden Fall. Mindestens. 100 ist viel zu wenig. Aber der wird mehr haben. Weil der ist das Super-Genie. Wie viel IQ hatte Einstein eigentlich? Also jetzt mal Real Talk. Um die 140 150, oder so? 140, 150? 146 oder so? Hatte der nicht mehr? Das Ding ist, dass wie viel IQ hat Stephen Hawking gehabt? Ja, das Ding ist, es ist ja ein ausgedachter Charakter auch. Ja, das heißt, genau, das kann halt vollkommen übertrieben sein. Ich könnte jetzt was der sagen. Kann halt alles, ne? Genau. Der kann halt alles. Der kann aber eigentlich kann er auch nichts. Ja, der kann schon alles, aber im Videospiel hat er irgendwie, also theoretisch könnte der einfach alle mit einem Knopfdruck kann er zerstören, wenn er wollte. Ich habe halt keinen Anhaltspunkt für irgendwas. Ja, ich auch nicht. Müssen eigentlich größtenteils raten, was wir machen würden. Es ist 200, 300, aber 400, sind die so übertrieben? Ist halt die Frage. Wir können uns natürlich auch ein Info holen. Vielleicht sind die einigermaßen noch im Realistischen unter der 200. Dann wäre es 200, glaube ich. Wäre lustig, weil 200 IQ-Quiz, weißt du? Wir können uns auch einen Info-Joker holen. Wir müssen nicht Für 10 Punkte, dann kriegen wir nur 5. Ja, aber besser als 0, oder? Ja, aber besser. Also die Odds sind, glaube ich, besser, wenn wir hier gamen mit einer 10er Frage. Also ich würde, glaube ich, die 1 und die 4 ausschließen. Weil es entweder zu niedrig oder viel zu hoch proportioniert ist. Ja, 400 wäre schon abgespaced. Ich würde sagen, wir sagen einfach mal 200. Okay. Ja, dann gamen wir rein. 200 IQ. So. Okay. Also ihr lockt 200 ein. Mhm. Im Nachhinein denke ich auch 200, weil es geht nicht mehr. Also man kann auch nicht mal 200 haben, ne? Die Funktion, kann man schon, glaube ich, oder? Nein, das geht nicht. Von der Funktion her, wie man es berechnet. Wirklich? Die Formel ist nicht dafür ausgelegt, dass es drüber geht, oder Maurice? Naja, aber warte mal, ist das überhaupt von Sonic oder von Mega Man? Das ist Sonic, Eggman. Die haben schon eingeloggt. Ja, Sonic. Ist schwierig. IQ-Tests werden typischerweise normal verteilt. Angedings. Das heißt, man kann Minus und Plus unendlich haben, aber die konzipierten Tests lassen das nicht zu. Ja. Und deswegen ist das mathematische Modell und die Tests nicht mal übereinstimmt und das Ganze ist komisch. Aber als ob die da das berücksichtigen. Ich glaube schon, dass es ein guter Tipp ist von uns, dass die einfach ein bisschen übertreiben, weil Sonic ist auch übertrieben. Kann sein, ja. 300 oder so. Ihr sagt 300, okay. Es ist 400. Kann sein. Oder 100. Der Info-Joker hätte euch übrigens wieder volle 3 Minuten gegeben und ich hätte den Hinweis gegeben, dass die gesuchte Zahl die meisten Teiler hat. 400? Hättet ihr ordentlich rechnen können. Die meisten Teiler hat die Zahl 300. Ich wusste, dass 300 die meisten Teiler hat. Du hast 400 gesagt. Ich weiß, aber ich habe gerade nachgerechnet. Geil, Mann. Sehr gut, Andi. Okay. Schade. Danke. Wer ist der von Mega Man? Ich dachte, das ist von Mega Man. Der Bösewicht von Mega Man? Ich kenne ihn gar nicht. Ich auch nicht. Die haben ja so Ähnlichkeiten. Ist das nicht Dr. Willi oder so. Willi.
Shredder ist aus Teenage Mutant Ninja Turtles. Willy anscheinend. Oder Willy. Deinem L. Wie heißt der Bösewicht von Power Rangers? Der ist doch Wily. Das kann auch sein. Ist das nicht so eine Hexe? Wily. Ah nee, das ist doch dieses Gesicht. Oder? Dieses Gesicht. Nee, der eine Superbösewicht von Power Rangers ist doch dieses Gesicht in dieser Kontrollbasis, oder? Nee, das ist doch der Gute. Das ist der Gute, ja. Der Gute. Wer ist denn der Superbösewicht? Ist das eine Hexe? Ist das die Hexe? Ja, aber ich glaube, die ist nur ein Diener von Größeren, genau. Oder? Scheiße, Mann, ich muss Power Rangers nochmal gucken. Power Rangers noch ziemlich weiter danach. Hat eine geile Lore. Ja. Das war euer Lieblings-Power Ranger? Welche Farbe? Ich habe keinen, weil die alle scheiße waren. Ja, der Weiße. Der Team Yellow. Am Start. Nächste Frage. Der Weiße war immer der kam immer dazu, um die anderen zu retten, die Noobs. War das so? Ich weiß gar nicht. Oder war es der Schwarze? Ich glaube, manchmal war der Weiße und manchmal Pink war der Schwarze. Ranger war cool. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile egal. Das war so schlecht, Power Rangers. Das habe ich gehasst, als es kam. Ich habe es irgendwie gern geguckt. Ich bin immer morgens als Kind aufgestanden. Das war nicht so früh. Doch, sonntags ist immer richtig früh. Oh, ich habe Samstag geguckt. Da ich glaube, das lief zweimal am 12, Tag. 13, oder? Gleich zweimal. Sonntag lief es immer um 6 oder 7 Uhr morgens. Morgens immer die Wiederholung vom Vortag. Oder? Das kann sein, ja. Das Schlimme war, bin ich mit meinem Bruder aufgestanden, am heimlichen Fernseher geguckt, um Power Rangers zu gucken, weil wir durften das nicht sehen. Same. Weil ich fand aber, Power Rangers war immer nach dem Zeichentrickprogramm, ich dachte immer, fuck, Alter, ich will Zeichentrick. Power Rangers war nur geil wegen diesen Riesenrobotern. Das stimmt. Weißt du, ich habe mich immer so abgefuckt bei Power Rangers. Jedes Mal haben sie so gekämpft und gemerkt, ja, kriegen wir nicht hin. Warum rufen sie nicht immer direkt den Riesenroboter? Hey, das ist gleich, da kannst du auch fragen, warum macht Son Goku nicht direkt Super Saiyajin 3 und zerfetzt alle? Ja. Nein, weil Son Goku zum Spaß kämpft, der liebt den Kampf. Aber ja, die Power Rangers, die Power Ranger vielleicht auch. Nein, die Riesenroboter haben bis dahin die halbe Stadt zerstört. Das gehört halt dazu, dass genauso wie Batman sich immer einen neuen Anzug holt, damit die neuen Kugeln ihn doch nicht treffen. Das war immer die Explosion, da mega viel Kollateralschaden. Das Beste war immer die Explosion im Hintergrund und alle fliegen vorne um. So, nächste Frage. Ich glaube, diesmal müssen Niklas und Leon rauslegen. Klar, und sie lautet, welche Farbe haben die Knöpfe von Marios Hosenträger? Weiß ich. 1 gelb, 2 blau, 3 grün oder 4 rot? Würde ich sagen. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, muss es sein. Also ich weiß es nicht 100%, aber also das Unterding ist rot. Der Hosenlatz ist blau und die Knöpfe sind noch gelb, oder? Oh Gott. Sind die gelb? Ich hätte auch gelb gesagt, aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Doch, ich schon. Für mich sieht es voll gelb aus. Aber vielleicht, weil ich mich selber da reingelabert habe jetzt. Aber was ist, wenn die rot wären? Dann wären die andersfarbig, als wir sagen. Ich glaube, es ist gelb, Andi, wirklich. Ja, grün ist auf gar keinen Fall. Also rot ist Quatsch, weil das Ding da drunter ist rot. Ist das Ding da drunter rot? Safe. Der ist, so wie das bei Luigi grün ist, ist bei ihm rot. Und es wäre komisch, wenn es bei ihm grün wäre. Also guck mal, wir können Ausschluss machen. Hat er nicht irgendwie so eine, was hat er genau an? Hat er nicht irgendwas Blaues, irgendwas Rotes? Ja, der hat so einen Hosenträger, so einen Jeans-Hosenlatz. Also blau, und darauf könnte auch was Rotes sein, wird es rausstechen, auf blau. Aber da drunter ist es doch rot. Es wäre dann rot und rot. Die Knöpfe sind gelb, oder nicht? Jetzt bin ich nicht mehr sicher. Du bist jetzt Fashion. Jetzt hast du mich verunsichert, Andi. Ja, ich bin auch unsicher, aber ich würde trotzdem für gamblen gelb. Oder willst du gamblen oder wollen wir Info-Joker? Ich würde gamblen. Ja, gamblen. Komm, wir gamblen. Komm, gelb. Wir nehmen gelb. Okay, ihr nehmt gelb. Was nehmt ihr? Safe gelb. Da gibt es überhaupt keine Auswahl. Dann lösen wir mal auf. Es ist gelb. Okay. Also jede andere Farbe würde überhaupt keinen Sinn machen. Ja. Yep. Same, finde ich auch. Grün. Aber blau, bei mir ist sowas voll schwer. Ich achte nie auf so Sachen. Zum Beispiel ganz oft war schon die Frage, welche Farbe hat das G in Google? Und ich so, Das ist aber recht schwer. Das ist schwer. Vor allem die Reihenfolge ist hart bei Google. Da kannst du es nicht herleiten. Du kannst nicht sagen, okay, die Hose, ja, stimmt, die Hose. Das ist ganz anders. Okay, so, jetzt haben wir eine Schreibfrage, also an beide Teams. Ach komm. Ich bin hier, um Videospiele zu spielen, nicht um zu schreiben. Wie machen wir das? Halbe Schule hier. Du schreibst, ja? Es wird eine Zahl abgefragt. Ach so, okay, das ist noch okay. Zahlen kann ich nicht. Und das Team, was näher dran liegt, gewinnt. Bekommt die Punkte. Du musst zu denen verstecken. Der Chat darf ruhig. Aber auch vor der Kamera. Oh, das hat nicht geklappt. Okay, gut, mal beides. Okay, schreibt da so rein. Was macht ihr? Ihr rettet den Regenwald. Achso. Genau, hier habt ihr 3 Minuten dann Zeit, um euch auf eine Zahl zu einigen. Okay. Okay, die Frage lautet, wie viele Quests hat World of Warcraft inklusive aller Add-ons und nicht mehr abschließbarer Quests? Okay. Wow.
Das ist ja heftig. Ja. Inklusive aller Add-ons. Nicht mehr abschließbar. Also alles, was auch irgendwann aus dem Spiel entfernt wurde und so. Das ist alles, heftig. Was getrackt wird. Alter. Ich kann das nicht mehr überschlagen. Ich kann es einschätzen. Also nur so eine grobe Richtung. Ja, ich muss gerade mal quasi das, was ich selbst erfahren habe, durchdenken. Ich glaube, das ist in dem Bereich, oder? Ich muss noch überlegen, ich kann auch nicht gucken. Kannst du mir die Zahl sagen, die du selbst erfahren hast, damit ich selber auch einschätzen kann, wie viel ich mehr machen muss? Scheiße. Mann, WoW, ey. Ja, im Chat sind ein paar nah dran, manche auch völlig so weit entfernt. So wie immer im Chat. Ja, alles dabei. Krass, ich kenne Andi jetzt schon mehrere Jahre und ich merke jetzt erst, was für eine absolut hässliche Handschrift er hat. Boah, wie konnten in der Schule deine... Kannst du mal aufhören jetzt? Wir müssen ja gewinnen. Das ist eine Katastrophe, was du da machst. Sehr schwer zu schätzen. Also richtig mal schwer. Ich weiß nicht, wie viele gab es denn? Was sind das für Schriftzeichen? Ja, ist halt auch hier so ein scheiß Filzstift, ja, so ein Müllobjekt. Es liegt am Stift, klaro, ja. Also ich bin glaube ich, selbst total off. Was heißt das hier vorne? Mir wird es auch schwer fallen, ehrlich gesagt. Also wenn ich es nicht wüsste. Ah, bis zu dem Level. Wie viele Level gibt's? Dann sag mal, was hast du denn geschätzt? Ich hätte sowas aber geschätzt in dem Bereich. Ich hätte so geschätzt. Und so viel mehr. Weiß nicht. Waren alle Add-ons noch dazu? So, du hast keine Add-ons gespielt, oder? Nee. Du bist ja aber es gibt ja irgendwie so oder so. Also das ist, ne? Ach so. Also, okay. Hast du das mal das gemacht? Also meinst du oder das so mal das? In dem Bereich? Das? Bin mir sehr unsicher. Mhm. Okay. Oder? Ja. Ich kann es halt mit den Add-ons und so weiter nicht einschätzen, wie viel da dazu kam immer. Es gab ja echt viel Content in den Jahren. Also ich kann dir nicht mehr Informationen sagen, ja, irgendwie so helfen. Aber es gibt wirklich was. Ja, würde ich schreiben. Sind alle Quests. Alle Add-on, alle sehr Quests, viele, alle Klassen, alle Fraktionen, alles. Oh. Wo kommt diese Zahl hier nochmal her, diese hier oben? Also ich würde das eher dem so Bereich sagen. Mir. Aber ich könnte wie viele hast du gemacht, wie viele Quests? Ja, das ist ja da so in der Mitte treffen irgendwo dann? Also du hast keine konkrete Zahl im Kopf, ne? Okay, lass mal, wir sagen einfach mal, ich finde das so, wie alt ist WoW? Ja, okay, machen wir 15 Jahre oder so. Ja, es könnte viel weniger sein, weiß ich nicht. Ja, also ich denke, machen wir so, Andi, ich verlasse mich da auf dein, ich kann es nicht einschätzen, ich verlasse mich da auf dein Gefühl. Okay, wir haben es. Wir haben auch. Okay, so, dann. Also auch Daily Quests, alles, jede einzelne Quest, die ist jemals. Wow. Okay, dann haben wir jetzt eine höhere Zahl. Okay, Niklas und Leon, was sagt ihr denn? Wir sagen 85.000. Okay, was sagt ihr? What? Wie viel habt ihr? Wir sind woanders gelandet. Hey, liest du mir neu auch? Wir faken jetzt nichts, wir sagen 3.000. 3.000. Also, okay. 3.000 gibt es schon mehr in Classic. Ja, okay, also dann weiß ich, ob wer dran ist. Ich hätte 15.000 gesagt, aber Niklas meinte halt, ich habe überlegt und es wurden auf jeden Fall von Addons zu Addons auf jeden Fall mehr. Okay. Also ihr seid. Aber ich habe ja nicht das ganze Spiel gespielt. Wir hätten ja noch mal 10 nehmen müssen, weil es gibt ja ganz viele andere. Vielleicht hast du recht. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Genau. Also ihr seid beide weit entfernt. Die einen sind seit drüber und die anderen sind drunter. Aber wie weit? Es sind 29.206 Quests. Da sind wir doch näher dran. Ihr seid näher dran. Ihr seid näher dran. Ja. Lull. Andi, gut! Lull. Alter Schwede, nice. Voll überschätzt. Ach du heilige Scheiße. Oh, jetzt sind fast 10-mal so viele, wie wir dachten. Mhm. Voll überschätzt. Das ist halt richtig krass. Jesus Christ. Aber allein 29.000 Quests. Gibt es Menschen, mal allein die alle gemacht haben? Quest-Texte sind als Buch gedruckt. Ja, ja, das nächste Buch der Welt. Es gibt aber Leute, die alle Quests schon mal gemacht haben, oder? Boah, alle bestimmt. Aber das Ding ist, wenn ich ich habe einfach nur gedacht, ja, ich habe so ungefähr das ganze Spiel quasi, nur ich habe nicht dran gedacht, dass ich die ganzen anderen Rassen und Klassen nicht gespielt habe. Wenn ich das mal 10 genommen hätte, wären wir richtig nah dran gewesen. Ja. Du hast ja nur Classic gespielt. Ja, Classic und ja, wir haben das schon dann hochgerechnet. Okay. Aber ich dachte so, vielleicht habe ich so 400 Quests ungefähr mitbekommen. Ne? Naja, egal. Ey, wie sick das ist. Ja. Wie viel Arbeit da reingesteckt werden muss. Ich kann nicht mal so weit zählen. Überlegen, wie alt das auch schon ist, ne? Wie viel war es nochmal? 29.206. Ja. Krass. Jetzt mit BFA zusammen oder was? Okay, krass. Und 99% davon was haben wir gesagt, 85 sind Kille-10-Wildschweine. Zu viel. Okay. So ist in der Art.
jetzt kommt noch eine Schätzfrage. Und da ziehen wir nur 40 IQ. Ne? Die Schätzfrage funktioniert ein bisschen anders. Ich will von euch vier Zahlen wissen. Okay. Und zwar gibt es gleich vier Antwortmöglichkeiten und der Chat votet. Und ihr sollt mir für jede Antwortmöglichkeit sagen, wie viel Prozent ihr denkt. Mhm. Und derjenige, der bei jeder Antwort näher dran ist, kriegt 5 Punkte. Okay, ich tue jetzt, als hätte ich zugehört. Okay. Ja. Auch irgendwas mit Prozent. Also, was ist das beste Spielgerät neben dem PC? Okay. So, Chat votet mit 1, 2, 3, 4. Also örtlich neben oder... Was? Also wenn neben dem PC nein, zum Beispiel... Nein, andere Varianten. Ja, Matteo, ich halt doch bitte einmal deinen Mund. Dass ihr da drauf eins, eingeht. Die PlayStation geil. 4, 2, die Xbox One, das heißt ihr. 3, die Nintendo Switch oder 4, das Handy. Okay. Okay. Was heißt denn das Beste? Ach, das ist subjektiv. Ja, ja. Der Chat was votet. Der Chat stimmt ab. Was, der Chat sagt, was ist neben dem PC von diesen 4 das Beste. Ach, der und ihr müsst Chat. Jetzt sagen, wie viel Prozent... die einzelne Antwortmöglichkeiten haben. Die müssen nicht 100 ergeben, ist mir scheißegal. Genau. Wir machen also, jede Antwort einzeln. Muss nicht 100 ergeben? Nee, ist mir egal. Tendenziell. Ach, jede Frage, jeder kann einzeln. Okay. Genau, jeder einzeln. Ich wie viel Prozent sagen PlayStation 4, wie viel sagen Xbox One? Oder so. Oder weniger. Also so auch geordnet, ja. Mhm. Also ich sage... also natürlich, beim Chat ergibt es insgesamt 100, ne? Okay. Aber dann kommt, was ihr mir sagt, ist mir egal. Dann... Und dann von der nur von der Gewichtung, weißt du? Okay. Wie die sagen. So wie ich den Chat einschätze. Es gibt, das hier ist ganz knapp, die beiden. Das ist leicht vorne. Und da sagen die Leute Schmutz. You know? Mhm. So, und deswegen würde ich dann sagen, also so vielleicht. Mhm. Dann irgendwie. So. Mhm. Und nochmal. Und nochmal, wirklich so even. Ja, und dann? Wie viel bleibt noch übrig? Genau. So in der Größenordnung. Vielleicht sogar hier ein bisschen runternehmen, damit es hier ein bisschen mehr wird. Das müssen wir sehen, ne? Nee, die haben nicht geguckt. Wo willst du runter? Vielleicht da ein bisschen runternehmen bei denen und da ein bisschen ein Tick mehr. So sagen, nur wegen der statistischen... Die Reihenfolge? Oder meinst du, es ist... Du hast nicht eine Reihenfolge gestaffelt. Ich finde das ganz gut eigentlich. Ist so, ich würde es genau machen. Ich würde auch so lassen. Hä, hey, warte mal, das beste Spielgerät, Leon. Ich sag, die meisten sagen, ach so, Spiel. Das Beste. Ja, also ich hätte gesagt, dass die meisten das nehmen. Kann aber auch sein, dass du sagst, dass die am meisten. Ja, also ich habe ja letztens mit dem vielleicht Chat vielleicht sollten wir die beiden nebeneinander anordnen. Aber jetzt also sind mehr Leute da. Davon wegnehmen und da drauf tun. Also eher so. Also ich würde trotzdem sagen, dass die Zuschauer so auf jeden Fall sagen, das ist das Beste. Okay. Bei uns. Okay, dann würde ich sagen. Okay, machen wir das. Dann machen wir. So. Aber ich habe das bei Tag, ich habe das halt bei Tag oft runter, mit dem besprochen. Ich weiß nicht, ob das aber in so einer großen Dimension wäre. Und nee. Also hier sind wir uns auf jeden Fall einig. Da würde ich aber trotzdem ein bisschen mehr nehmen. Mehr. Also, ich würde vielleicht sowas nach 45 Sekunden. Niemand. Doch. Es wird angegeben, glaub mir. Also ich würde sowas sagen. Ja, das okay. Ja, so finde ich es gut. Okay, wir haben unseren. Warte. Er hat noch 30. Er hat noch Zeit. Ich würde hier vielleicht so 8% runternehmen von dem. Runter? Wir haben ja jetzt noch übrig. Das ist ja viel zu viel dann. Ich würde hier vielleicht... Noch 20? Hier? Nee. Da würde ich ein bisschen mehr drauf machen. Mehr? Okay. Genau. Jetzt haben wir, das passt überhaupt nicht, Leon. Das sind nicht mal 50%. Das macht keinen Sinn. Dann da muss schon 4 sein. Noch 7? Dann nehmen wir den Wert, okay? Und was haben wir denn hier? Warte mal. Das geht schon das ungefähr auch keinen Sinn. Das geht überhaupt nicht auf. Nee, wir müssen schon da höher gehen. Die Zeit ist um. Das geht schon, glaub mir. Nicht weiter besprechen, sondern ihr sagt mir gleich einfach Zahlen. Okay. Stifte bitte hinlegen. Ja, ich, ja, halt doch einfach. So. Ja, wenn die Zeit rum ist, würdest du genauso machen, Stift weg. Okay, bei dem ersten PlayStation 4, Matteo, was habt ihr da? 35%. 35, okay. Niklas, was habt ihr? 35. Ja, habt ihr auch? Guter ja. Guess. Okay, dann kriegen beide 5 Punkte, 46%. Oh, krass. So viel? Das ist sehr viel. Krass. Fuck. Ja. 46%? Ja, aber es ist gut, weil komplett offen. So schlecht hatte ich hier. Okay. Xbox One, gut, Niklas. Gut, dass wir da. Xbox One, sagen wir, ja, und das hier sagen genau. Wir. Ja. 15%. Okay. Wir haben 25, aber das ist so hoch jetzt.
Okay, 15 und 25. Die wahre Antwort ist 5%. Boah, heilige Scheiße. Gut. Okay, 5 Punkte für... Genau, 5 Punkte für... Wirklich? Ich glaube, das ist mehr, als man denkt, tatsächlich. Aber Werte 15 gesagt? Das Gute ist, aber wir sind jetzt näher dran an den anderen. Wir sind jetzt näher dran an den anderen beiden, weil die haben wenig Punkte. Das heißt, wir sind vielleicht besser jetzt. Keine Ahnung. Dann als nächstes wäre jetzt wieder... Nintendo Switch. Genau, Nintendo Switch. Matteo, was habt ihr da? 35. 38 haben wir. Okay, 35 und 38. Müsste weniger sein. Es sind 36, also ein Punkt für Matteo und ein. Krass, sehr gut, Andi. Fast Punktlandung. Gibt es Bonuspunkte, wenn man Punktlandung macht? Nee. Habt ihr auch keine Bonuspunktlandung? Nee, aber falls eine kommt noch. Okay. So, und die letzte Antwort, Niklas und... Ich hätte eins gesagt, aber Leon sagt 5. Okay. Wir haben auch 5. Zusammen sagen wir 5. Wir haben auch 5. Ihr habt auch 5. Okay, hat der 100% gekommen damit? Nö. Wir schon. Dann gibt es für beide Teams wieder 5 Punkte. Es sind 11%. Wow. Was? Ich sag dir. Krass. 11%? Krass. Alter, ich kann hier nicht mehr streamen. Ja, wir haben geht nicht mehr. Sorry, ey, Leute, ich bin so enttäuscht. Das heißt, die Xbox One ist nicht mal halb so beliebt wie das Handy als Spiel. Aber ich meine, wofür will man auch eine Xbox One, wenn man alles auf dem PC auch spielen kann, ne? Mittlerweile. Das stimmt, ja. Ja, Xbox killt sich schon ein bisschen selbst, Microsoft. Und deswegen, ich hätte halt gesagt, deswegen sagen die alle Switch, weil es sind alles PC-Gamer und wenn die eine Konsole haben, haben die eine Switch. Weil warum soll man eine PlayStation haben? Also es kann natürlich sein, dass bei Handy... Aber jetzt gucken ganz viele Exklusive. Also es kann natürlich sein, dass bei Handy ein bisschen getrollt wird. Die haben eine PlayStation. Ey, viele Leute haben eine PlayStation. Deswegen PlayStation hat die ganzen Exklusivtitel. Ja. Genau, das heißt, die lohnt sich wirklich auch. Welche denn? Uncharted, ja, Ghost of Tsushima, genau, Last of Us, Spider-Man, Last of Us, okay, war irgendwas Gutes auf uns. Triggered! Also, ich habe Tomb Raider. Im Chat habe ich für Handy zum Beispiel Pokémon Go gelesen. Ey Leute, ja, kann man nichts gegen sagen. Kommt mal runter von dieser Pokémon Go-Suche. Naja, aber es gibt ja auch ganz viele Sachen jetzt von LOL, die jetzt aufs Handy auch gekommen sind und so weiter. Ja, das macht natürlich besser. Danke, Leon. Ja. Ich kann da nicht mehr mit, ey. Nicht mehr mal Deutschland. Ich bin in meiner Zeit hängen geblieben, Leute. Ganz ehrlich. Gut. Also Tamagotchi noch. Das so ein Ding hatte ich früher. Jungs, wir machen eine neue Challenge. Tamagotchi. Jeder bekommt Tamagotchi, welches am längsten überlebt. Das wäre geil. Okay, aber gibt es noch alte Tamagotchis zu kaufen? Stimmt, keine bestellen. Also China-Läden machen die bestimmt. Vor 2-3 Jahren waren die mal wieder irgendwie so ein Renew-Ding. Aber kann man das abusen? Kann man das faken, dass also das selber stirbt und dann das neu machen? Nee. Man sieht mal, wie lange es lebt und sowas. Sieht man? Ja, wie lange die Tage lebt. Ich habe noch nie eins gehabt, aber. Ich hatte mal eins. Das wäre so krass. Jeder kriegt ein Tamagotchi und welches als letztes noch lebt. Okay. Das klingt geil. Machen wir niemals. Aber das ist eine geile Idee. Geile Idee. Geil, Mann. So, 90er-Jahre-Sachen wieder testen. Die 90er sind wieder da. Wer kann am krassesten Jojo? Boah, das ist geil. Boah, Jojo habe ich mal ein bisschen dich auch. Fand ich geil. Da bin ich voll schlecht. Ich konnte Eiffelturm, Stern konnte. Okay, warst du schon krasser. Nee, ich habe immer nur Jojo so gemacht und so habe ich gemerkt, scheiße, dauert nicht lange, habe ich immer ohne, einfach nur so gemacht, die Sachen. Ohne, dass es rollt, dreht. Ach so, du hast ja, aber es ging nicht so lange, dass ich es schon hingekriegt habe. Aber ich hatte auch so Leute, die waren so richtig krass, die haben so zwei Jojos gehabt, so haben die so geworfen. Ja, aber weißt du, du musst auf jeden Fall ein gutes Jojo einfach haben. Ja, das musst du richtig investieren. Mhm. Da gab es ja diese ganz krassen, die mit diesen großen Flügeln nach außen, kennt ihr die? So mit 8 Kugellager. Ja, genau, mit diesen krassen Kugellagern und immer so. Ja. Das war nie mein Game. Jojo war geil. Ich habe auch Magic gespielt, wir könnten Magic spielen gegeneinander. Ja. Yu-Gi-Oh? Nein, Magic. Und mit richtigen Lieber Karten. Yu-Gi-Oh! Ich habe zu Hause noch bei meinen Eltern einen Karton, also eine Lederbox mit über 1000 Magic-Karten. Ich glaube, für Magic bin ich ein bisschen zu jung. Die sind 20 Jahre alt. Hat irgendjemand mal mit Pokémon-Karten gespielt? Ja, das habe ich auch eine Weile. Also gespielt habe ich nicht, ich habe nur gesammelt. Mein Bruder hat die, glaube ich, gesammelt ein bisschen. Pokémon-Karten genau, eigentlich. Weil irgendwie alle haben nur gesammelt, aber nie damit wirklich gespielt. Die haben gesammelt, man hat immer angegeben in der Schule. Okay. Guck mal, ich habe den. Okay, Alter, ich habe den. Ey, nach der Tamagotchi-Challenge machen wir, jeder kauft 100 Überraschungseier, der mehr Figuren hat. Hä, wie mehr? Also Figuren. Die Figuren, also, die man haben will. Ah, krass. Weißt du? Sponsor für Kinder. Okay. Glurak Limited Edition hatte ich. Hast du die noch? Nee, habe ich dann verkauft. So mit geilen Holo-Effekt und so, ne? Ich habe die, glaube ich, für 10 Mark verkauft. Hat sich gelohnt. 10 Mark sind jetzt Mehrwert 200.000 Euro. Meine Yu-Gi-Oh!-Karten haben auch für mehrere hundert Euro. Kannst du ein neues Booster davon kaufen? Okay. Und Mel hat das gesehen und meinte so, was? Du bekommst Geld für eine Karte. Damit kann man Geld verdienen. Ja, noch mit Diddle-Dingern Geld. Das war genau das Gleiche. Professioneller Pokémon-Spieler. Warum sind wir nur 10 Punkte vorne? Ja, weil wir krass sind. Weil wir krass sind. Weil wir haben ganz gut geschätzt auch. Ja, wir haben beide 3 gehabt, glaube ich. Nächste wir Frage. Wir waren noch vorher 20 Punkte vorne. Wir haben unser Ziel erreicht.
Jetzt setzen wir uns mal hier. 60. Ja. Wir waren vor dieser Raterunde, waren wir 20 die, Punkte. Nee, aber Dezent, ich will das jetzt nicht nochmal durchgehen. Okay. Aber 60 ist ja noch Cut. Ja. 60 IQ. Also. Sind wir ein Kleinkind, oder? Die nächste Frage geht an Niklas und Leon, das heißt 10 Sekunden für Matteo und Andi. Okay. Und zwar, das Geschlecht welchen Charakters des Pilzkönigreichs ist lange umstritten gewesen? 1. Toad. 2. Birdo. 3. Shy Guy. 4. Boohoo. Ja. The floor is yours. Ja, also sie haben 100 pro haben sie Toad genommen. Bitte? Aber die beiden haben 100 pro Toad genommen. Ja, weil wen anders kennen die auch nicht. Aber auch richtig. Meinst du? Ja. Wieso war das Geschlecht denn umstritten? Weil es nie einen Hinweis darauf gab. Und die Stimme war auch immer so piepsig. Mhm. Und irgendwann haben die, das war doch vor ein paar Jahren erst oder irgendwann, da war doch irgendwas. Und dann haben die Nintendo-Leute gefragt. War das? Dann meinen die, das ist ein, jo, ich, aber ich... Also ich bin davon ausgegangen, dass jeder halt immer denkt, das ist ein Typ. Also wer ist denn überhaupt Birdo? Der hört sich an wie Weirdo. Wer ist das denn? Also ich kenne den Namen, aber ich bin mir nicht sicher, ob der aus Mario ist. Shy Guy ist Guy. Warum sollte der... Aber Guy ist ja auch... Ist eigentlich nicht... Guy ist eigentlich Shy Unisex, Guy? Oder? Buhu. Ich meine, warum will jemand... Das ist Toad. Ich bin mir da sicher, Leon. Also sicher vom Gefühl her, okay. Aber es könnte komplett falsch sein. Ein sicheres Gefühl. Aber ich meine, ich hab das noch im Hinterkopf, dass ich genau die Diskussion habe, irgendein dummes YouTube-Video irgendwann mal in meiner Bubble hatte ich. Irgendwie ist das dann noch. Ey, wenn du meinst, ich hatte überhaupt keinen Anhaltspunkt. Ich hätte bei Total gedacht, dass es nicht umstritten ist, aber... Ich glaube, das war ziemlich umstritten. Okay. Ich meine, also wenn es eine andere Story kommt, dann überrascht mich das echt, muss ich sagen. Also ich habe das irgendwie noch im... Da war was, auf jeden Fall, mit Toad. Da war was. Komm, wir sagen das. Also, wir verlieren ja auf jeden Fall nichts, weil die das auch genommen haben. Wir sagen Toad. 1. Okay, ihr sagt Toad. Ich weiß nicht, was Matteo für Gebärdensprache da hält. Er hat einen Zaubertrick. Was sagt ihr denn? Ja, Toad. Toad. Ja. Okay. Easy call. Also. Es ist Shy Guy. Es ist dieser Charakter. Birdo. Hä? Birdo. Verarschen, wer ist das denn? Nintendo hat klargestellt, dass es sich um ein Mädchen handelt. Das ist so ein bisschen. Ja, ist nicht ersichtlich. das wäre übrigens der Tipp gewesen. Toad war doch diese Diskussion die ganze Zeit. So. Ich hab's auch mitbekommen. Ja, oder? Da war doch was. Ich hab das auch gesehen, dass bei Toad die ganze Zeit. Dann nimmt er seinen Pilzhut ab und dann sieht man, man weiß es immer noch nicht. Gegen die habe ich gehasst zu kämpfen damals. Ja, aber wir haben ja auch abgeschlossene Vergangenheit, das ist auf jeden Fall geklärt. Und aber Toad ist nicht geklärt, oder Toad was? Toad ist nicht geklärt. Ich weiß nicht, wie es bei Toad... Also, soweit ich weiß, ist Toad ein Junge. Ich habe nie gehört. Es ist auf jeden Fall sehr bekannt. Was sagt denn Chat? Rastet Chat gerade komplett nein. Nein, bei Toad war die Frage, ob er homosexuell ist. Also, ja, das kann sein. Was weiß ich? Ich weiß nicht, was mit Toad ist. Irgendwas war mit Toad. Das ist wichtig auch, dass bei Kinderspielen ist dafür bekannt, dass das Geschlecht umstritten war. Warum denn? Weil... Mehr gendern kann man doch gar nicht. Bei Mario Strikers Charge Football und bei Mario... Party 8 wurde behauptet, dass dieser Charakter männlich ist, beziehungsweise ein Junge ist. Wer hat das behauptet? Nintendo selbst in ihrer Beschreibung. Und später nicht mehr, oder genau. Was? Genau. In dem Japan-exklusiven Spiel Captain Rainbow ist man auf einer Mädchentoilette. Was? Wo Birdo erwischt wird und sich dann, installieren. Sorry. Sich dann dafür rechtfertigen muss, dass sie zu Recht auf der Mädchentoilette ist. Und da muss man im Spiel Beweise dafür finden, dass Birdo ein Mädchen ist. Wie kann Nintendo sagen? Seitdem ist geklärt, dass es ein Mädchen ist. Okay, was sind die Beweise? Was sind die Beweise? Das weiß ich leider nicht. Das würde ich gerne wissen. Die Schleife. Wahrscheinlich das stand im Wiki da nicht mehr drin. Ey, wo sind wir hier? Kann leider auch kein Japanisch. Was sind die Beweise? Das ist wahrscheinlich die sexistischen Beweise, die man sich vorstellen kann. Irgendwie ein Lippenstift. Ja, guck mal, wie der Charakter aussieht. Davor galt Birdo lange Zeit als Transgender, um das zu erklären. Aber mittlerweile sagt Nintendo eindeutig, dass es ein Mädchen ist. Aber dann, was findet man denn? Vielleicht war Birdo mal was anderes. Aber jetzt sagt Nintendo immer Mädchen. Finden die dann irgendwie ein Bild von ihrer Vagina? Hallo! Weiter, nächste Frage, schnell! Gibt es bestimmt, wenn man tief genug ins Netz geht. Das ist dann eine andere Plattform. Okay, nächste Frage. Genau. Sowieso, ne? Matteo und Anni. Und zwar lautet die Frage:
Wie heißt ein Operator aus Rainbow Six Siege? Oh, ich kenne einige. Weiß ich nicht. 1. Rock. 2. Fidget. 3. Chirp. Oder 4. Twitch. Ja? Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nicht gespielt. Aber Matteo hat es auch gespielt. Mhm. Muss er wissen. Ich habe es aber nur im Stream gespielt. Aber hat richtig Bock gemacht. Das ist keine Ausrede. Nee. Andi, weißt du es? Nee, ich habe es noch nie gespielt. Aber ich würde also sagen, Fidget oder Twitch. Das ist halt irgend so ein Techie-Guy, der irgendwie Sachen hackt oder sowas. Mhm. Es ist 100% Twitch. 100%? 100%. Bist du sicher? 100%. Was will man gegen wetten? Okay, ihr sagt Twitch. Was will man dagegen wetten? Ja, nee, wir sagen auch Twitch. Ihr sagt auch Twitch. Okay. Ich dachte sogar erst Rock. Dachte ich auch, aber der mit den Westen, dachte ich, ist das. Aber es ist Rook. Also mit 2 O. Ja, und es gibt noch Montana. Nee, mit K. Sowas, ja. Ja, Twitch gibt's auf jeden Fall. Ich habe mich immer gewundert, dass es den gibt, weil der irgendwie Twitch heißt. Ja, ja. Same. Twitch heißt Zucken auf Deutsch. Ich verstehe die Gründe, ehrlich gesagt. Ich habe immer versucht nachzuvollziehen, warum die Operator so heißen oder auch nicht. Ich hab's Zucken? Nicht ja, wie heißt es? Warum Twitch heißt Zucken? Twitching. Sag mal einen Charakter aus WoW. Twitch ist doch ein technischer Begriff. Das ist doch Twitch heißt Zucken. Nein, Twitch kommt von Twitching. Zucken oder Zappeln. Ja. Weil alle so hibbelig über den Namen, vor ihrem Monitor sitzen oder so. Kommt das nicht irgendwie von? Von Switch, also dem Switch und irgendwas, ein Wortspiel oder so? Nee. Also vielleicht ist so der Name von Twitch entstanden. Ja, aber genau. Also jetzt der Plattformname. Das kann das sein. Das Wort gibt's aber. Twitch gibt's als Wort im Englischen. Ja. Twitch. Zucken? Zucken. Ja. Zucken und zappeln. Genau. Ist nicht das gebräuchlichste Wort, aber. Wie Muskelzucken so in der Richtung, weißt du? Das heißt, wir sind nur ein Muskelzucken? Mhm. Ja. Genauso wie Apple auch nur ein Apfel ist. Ist keine Hände. Auch ein angebissener. Okay. Nächste Frage. Welcher Publisher dementierte vor kurzem, dass die Next-Gen-Titel nicht 10 Euro teurer werden? Oh. Dementierte nicht, das doppelt verneint. Dementierte ist also dagegen und nicht ist dann wieder dafür, oder was? Genau. Es gab einen Publisher, der hat gesagt, die nächsten Titel werden nicht 10 Euro teurer. Okay? Ah, also er dementierte, dass die teurer werden. Genau. Okay. Ja, okay. Das warte mal. 1. Electronic Arts. 2. Activision Blizzard. 3. Ubisoft. 4. Epic Games. Andi, mach du. Okay. Ich hätte das getippt. Okay, jetzt nochmal kurz zum Verständnis, weil irgendwie da gerade zwei verschiedene Antworten kamen. Wer sagt, dass es nicht teurer wird? Er wird sagt, es wird nicht teurer. Genau. Okay. Puh. Ja, keine Ahnung, habe ich nicht mitbekommen, die News. Also erstmal Next-Gen-Titel. Wer von denen haut überhaupt Next-Gen? Activision Blizzard waren auf jeden Fall, die haben mit Call of Duty damals zum ersten Mal überhaupt. Die haben diese 60-Euro-Grenze quasi eingeführt. Genau. So, die Frage ist, wer macht überhaupt Next-Gen-Titel? Das ist ja nur auf Konsolen bezogen, oder nicht? Jeder macht Next-Gen-Titel. Was Epic auch? Games? Epic macht doch keine Konsolentitel. Oder? Wobei, doch. Werden doch jetzt bestimmt auch Konsolen. Außerdem haben stimmt, die auch den Frage ist falsch gestellt. Ja. Ihr habt recht, ne? Aber ich glaube, es ist deutlich geworden, was ich wissen will. Ne? Also jetzt so, wie wir denken. Jemand hat gesagt, es wird nicht teurer. Ja. Ja. Okay. Genau. Epic Games hat den Epic Store. Ist Epic Store nicht auch für Konsolen? Kenne ich zumindest nicht. Kann man da nicht auch Konsolen? Also ich weiß zum Beispiel, Fortnite gibt es auch auf Konsole, aber... Okay, wir können erstmal überlegen, wem trauen wir denn hier noch zu, dass er ein bisschen noch... mehr möchte? Nee, das ist ja der nicht greedy ist. Komm mal. Also ich kann mir vorstellen, dass... Blizzard das nicht gesagt hat. Also 5. Es kann aber auch ein dummer Fehler gewesen sein von Activision. Irgendwie ein Praktikant hat irgendwie falsche Rede an. Ja, aber würde ich... Nee, glaube ich, würde ich nicht sagen. Warum würde ich irgendeine Pressemitteilung schauen? Also Electronic Arts und Activision, die würden sowas... Also das, wobei, ich glaube, EA... Das kann ein dummer Fehler sein. Ich glaube, bei EA könnte es sein, dass sie sagen, nee, die bleiben jetzt erstmal so. Tatsächlich. Bitte aber nicht, also, nee. Sobald die irgendwo was hingeworfen bekommen, da... Das nimmt die doch sofort. Wir können auch jederzeit Info-Joker holen, im blauen Sein. Ja, das ist noch eine 10-Punkte-Frage. Das Ding ist, es wäre eigentlich ein guter Move von Epic Games, weil Epic Games ja sich so als die coolen, die freshen, die immer kostenlose Spiele anbieten und so weiter, darstellen wollen. Ja, aber. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, er war immer irgendeine News und das hatte irgendeinen lustigen Grund, aber die haben wir nicht mitbekommen.
Ja. So würde ich sagen. Nicht 10 Euro teurer. Puh. Das ist eigentlich... Wir wollen ja nur bis 60, wir können es Info-Joker holen. Eigentlich ist es würfeln. Wollen wir Info? Kriegen wir noch Zeit wieder dazu? Ja. Okay, dann lassen wir einen Info-Joker. Ja, wir nehmen Info. Wie viel Zeit gibt es dazu? Ich runde mal auf, dass es ungefähr 30 Sekunden sind. Also, die Info ist, das gesuchte Unternehmen hat rund 16.000 Mitarbeiter und 1,8 Milliarden Umsatz. 1,8 Milliarden. Das hilft doch gar nicht, oder nicht? Doch, muss wissen, wie viel Umsatz so Unternehmen machen. Das ist, glaube ich, Ubisoft. Würde ich auch sagen. Ja. Müsste Ubisoft sein. Activision hat deutlich mehr. Ja, EA hat auch deutlich mehr. Epic Games auch. Ja. Ja. Ubisoft. Ist Ubi. Okay, ihr sagt Ubisoft. Okay, was sagt ihr? Ich habe einfach mal Epic Games rausgelegt, keine Ahnung. Okay. Auch wegen dem, was Leon gesagt hat, dass die sich... Dann sind das 5 Punkte für Niklas und Leon. Nice. 60! Gut gemacht. Wollen wir noch hochgehen auf 70? Boah, das ist aber schon ambitioniert. Oh, 70? Es gab gerade jetzt um PlayStation, um die nächste PlayStation und so weiter, gab es so mehrere Gerüchte, dass es möglicherweise teurer wird und Ubisoft hat den smarten PR-Move gemacht, um zu sagen, nö. Und hat dadurch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen für ein paar Tage. Mitbekommen. Ja, auch nicht. Dabei gucke ich immer hier GameStar News und so, gucke ich immer. Das hört sich nach einer GameStar News. Ja, ich glaube, da habe ich sogar her. Da habe ich die Folge nicht gesehen. Ja. Aber es hört sich so einer typischen. Mhm. Und bei Ubisoft wurde diese Woche Folgendes geleakt: okay. 10 Euro weniger für die Spiele. Jetzt machen wir ein Wer bin ich? Also, ich sage ein paar Sachen so: Ich bin der und der und ihr müsst sagen, welcher Charakter gesucht ist. Ich kriege trotzdem 4 Antwortmöglichkeiten, also alles wie immer. Okay. Okay. Hatte gerade schon Angst, Mann. Ich auch. Nur damit ihr die Frage versteht. Ich habe ein rotes Oberteil, bin männlich und habe kein Kaugummi mehr. Wer bin ich? Das weiß ich. Sagen wir 10 Sekunden Mario, länger. Mario, Samus. Wir haben jetzt die 10 Sekunden, ne? Nathan Drake oder Duke Nukem. Ist das jetzt schon die richtige Frage? Ja. Das ist schon die richtige Frage. So, wir sind mit 10 Sekunden dran, richtig? Ja, mach. Maurice, wir sind dran, ne? Ja. Okay. Ja, also es gibt doch dieses Zitat von Duke Nukem irgendwie. Genau, I'm here to kick ass and chew bubblegum and I'm out of bubblegum. Aber ist das Zitat nicht eigentlich von Them oder They oder so? Dieser Alien-Film, wo der eine Sonnenbrille aufzieht. Ein Wrestler ist in der Hauptrolle und wenn er die Sonnenbrille aufzieht, sieht er, wer die Aliens sind. Kenne ich nicht. Egal, es ist jedenfalls 4. Machen wir es kurz. Es ist 4. Es ist 4. Okay, wir lösen auf. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Schwarz rausgekiet, oder was? Ja, irgendwas im Grunde schwarz rausgekiet. Warst du auch in diesem, wie heißt denn dieser Alien-Film? Chat weiß das bestimmt. Maurice, kannst du mal Them oder They? Aber du hast auf jeden Fall recht, es ist eine Anspielung an so einen Film. Aber ich habe den Namen Wrestler vergessen. They oder Them oder so. They Live oder They Live, sowas. Ja. Ja. Und da ist so ein Wrestler in der Hauptrolle und da kommt der Spruch original her. Da kommt er mit so einer Shotgun in so eine Bank rein oder so. Okay. Du hast so krasses Wissen manchmal. Das habe ich in einem Podcast gehört. Ich habe, glaube ich, noch keine Punkte verteilt, ne? Nee. Beide kriegen 10 Punkte. Alter, sind wir Podcast? Ja schon bei 5 Jahren. Wollen die 100 irgendwie angehen? Ja, das war in einem Plauschangriff-Podcast. Voll krass. Wir haben 10 von 30 erst. Ne? Ihr werdet immer schlauer. 100 ist schon dran, oder? Okay, wir machen 100. Ja, das war in einem Plauschangriff-Podcast. Okay. 100 ist unser Ziel. Wir haben jetzt 2 Schätzfragen wieder. Oh, nice. Zum Aufschreiben. Ich möchte eine Zahl von euch wissen. Mhm. Oh, das wird schwer. Zahlen kann genau. Ich. Und zwar diesmal mit 2 Nachkommastellen, weil ich möchte auf jeden Fall ein eindeutiges Ergebnis haben. Pi. Die Frage lautet, 3,14. Wie groß ist der prozentuale Anteil der Watchtime von Just Chatting in den letzten 365 Tagen auf Twitch global? Also von allem, was gesehen worden ist auf Gesamt-Twitch die letzten 365 Tage, wie viel Prozent davon war Just Chatting? Wie willst du Komma nach Komma stellen? Achso, da kommen Antworten. Wie viel Prozent ist Just Chatting auf Twitch? Ja, aber warum was für Nachkommazahlen? So, damit wir uns von denen absetzen können. Ach so. Damit ich ein eindeutiges Ergebnis habe. Müssen wir beide. Müssen wir das schon mal klar, ja? Wir können 0-0 machen, wenn ihr halt wollt. Das heißt, ich möchte nur sicherstellen, dass wir einigermaßen eindeutiges Ergebnis haben. Okay, ich hatte halt. Ich würde so sagen. Okay, ich würde mich dazwischen ansiedeln. Okay. Kann halt auch. Ich habe den Timer vergessen. Auf jeden Fall wegen
den zweiten Grund, mehr, den du genannt hast. Nee, andersrum. Kann es anders mehr sein. Mehr als das. Aber meinst du? Ist schon, ich glaube schon. Also das Richtung. Ist ungefähr, wenn das wirklich treffen, das ist der Platz, in, ja. wenn man auf Twitch okay. guckt, immer. Ja. Letztes Jahr. Ich glaube, das ist nicht so viel, Leon. Bin mir, aber ich habe immer schlecht geschätzt. Wir vertrauen jetzt mal auf deine Schätzung. Mhm. Oder? Deine Schätzung. Mal gucken, ob das hilft. Weil ich habe sehr große Kategorien, die vielleicht dann. Also, wir waren ja ungefähr gleich, aber du sagst. Ich würde das nehmen. In der Mitte hiervon. Was vertreibt das? Viele Kategorien halt. Ja. Okay, dann lass. Oben sind, weißt du? Oh, Leon, echt? Hm? Okay, ich vertraue dir jetzt einfach mal. Weil du hast bisher gut geschätzt. Dann sagen wir jetzt deins. Ich würde sagen, wie nie. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es noch mehr ist. Ist das schon ein bisschen meinst du? Ich vertraue dir da voll jetzt. Aber guck mal, die werden hochgehen. Die haben wir gerade schon gehört, die werden hochgehen. Aber wir wissen ja nicht, wovon. Ja, ich, also ich. Oder. Ich hier. Okay. Okay. Okay, wir haben unseres. Okay. Wir haben 25,00%. Okay, was das ist sehr viel. Achso, oh, was machen wir? Ja, 0,00. 15,00%. Das kommt nicht auf. Also, ihr habt 15? Oder was habt ihr gesagt? 15. Ja. Okay, also und ihr habt 25. Ist, das Ding ist halt, wenn man auf Twitch guckt, ist es immer die erste oder zweite Kategorie, ne? Also, es sind. Den ganzen Tag hinweg. Ja, aber die erste oder zweite, überlegt mir, wie viele danach noch sind, ne? Ja, also. Aber deswegen. Alleine, das heißt, ein Viertel aller Streams auf Twitch sind, deiner Meinung nach, Just Chatting. Also der Watchtime, darum geht es ja. Watchtime, das hängt auch davon ab, wie viele Zuschauer die Streams genau. haben. Genau, ne? Und ich meine, das ist ja immer die Startkategorie von fast jedem Stream auch, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es sind 1,3 Milliarden von 14,3 Milliarden und das sind 9,02%. Ja, waren wir gut dran. Ja. Ja, aber alles andere hätte mich auch erstaunt. Ich hatte erst 10% gesagt. Krass, okay. Ja, weil es gibt so viele Kategorien, so viele Spiele und klar ist Just Chatting die stärkste, glaube ich, oder? Oder die am meisten gewatcht wird, aber weil einfach jeder das mal kurz macht und so, aber. Ich würde sagen, Fortnite ist tatsächlich ein bisschen höher und League könnte auch höher sein. Die beiden sind mega krass auf Twitch. Ja, aber League of Legends ist auch nochmal richtig krass. Aber ein Viertel wär für mich auch viel zu hoch gewesen. Das ist wirklich zu krass. Ja. Cool. Okay. Müsste ich jetzt nachgucken, weiß ich aus dem Kopf nicht genau. Ja. Okay. Haben wir Punkte bekommen? Ja. Warum sind wir nur 15? Die nächste Frage. Aber guck mal, wir hätten so oder so, glaube ich. Wer ist gerade womit dran? Ja. Also, ist nochmal eine Scherzfrage. Also. Okay. Ich möchte von euch einen Wochentag als Antwort haben. Ach du. Die Frage lautet: An welchem Wochentag sind im Average die meisten Channel online, wie der Twitch global, gemittelt über die letzten 6 Monate? Ach du Scheiße. Definiere Wochentag. Also Wochentag. Montag, Dienstag, Mittwoch. Ach so. Nee, in Deutschland, also aus deutscher Sicht oder aus US-Sicht? UTC, das ist, glaube ich, britische Zeit. Okay, also europäisch. Ja. Die meisten Channel online. Ja. Aber was heißt denn das, wenn wir jetzt beide falsch liegen, kriegst du gar keine Punkte. Man muss genau den Tag finden. Genau. Okay. Das ist schwer. Das ist richtig schwer. Also, ist das wirklich so? Weil, also, was würdest du sagen, Leon? Also, das wäre ja so, das, was man zuerst denken würde. Dass, ja, aber stimmt das überhaupt? Das ist, genau, das, ich glaube, das könnte halt ein bisschen fehlleitend sein. Ich würde eher denken, ja. Aber kann halt auch sein, dass viele Leute da halt nicht. Ich glaube, aber das ist sogar der Leon irgendwie. Das könnte halt sein. Boah, ich bin mir jetzt unsicher, Leon. Also, wir können auch eine Münze werfen. Wir können auch einen Würfel würfeln. Genau. Wenn es bei uns ist, kann dann ich wäre von uns es dann ausgehen. In Amerika wäre es dann. Ja, früher in Amerika. Im Average, die meisten. Aber das ist doch sicherlich knapp, oder? Ist dann Sonntag. Das ist doch sicherlich knapp zwischen den Tagen. Ich will da nichts so sagen, weil es vielleicht helfen könnte. Ja, also deins könnte schon stimmen, aber scheiße. Ja, irgendwie geht es bei mir gerade in die Richtung, also, entweder der. Das Britische ist ungefähr wie bei uns. Ja. Die oder. Ich glaube, eine von den beiden. Irgendwie habe ich es gerade so einfach so ein Gespür. Das ist halt einfach nur ein Bauchgefühl, aber. Wäre ich komplett raus. Weiß ich nicht, 50-50 für mich zwischen den beiden. Also hier, die würde ich mit. Aber da, ich weiß nicht, Leon.
Vielleicht ist es sogar einer von denen. Mhm. Ist das ja mega schwer. Was man auch den Tag genau treffen muss, halt. In der Tat. Nicht ganz einfach. Die meisten Channel online. Aber Leon, überleg mal. Ich überleg gerade noch ein bisschen, oder? Überleg mal, wann die halt, ne? Irgendwie so. Ja, die zehn rein. Könnte schon das sein. Dann sollte es, ne? Dann sollte das, das wahrscheinlich. Weil halt auch sein, Leute tief in die Nacht. Würde ich sagen. Ja. Aus dem man dem. Ich glaube, das ist eine gute Begründung. Ja. Okay. Das macht Sinn. Wir haben zumindest eine Begründung. Ja, ja. Wollen wir den dann nehmen? Ja. Obwohl, das klingt. Es wirkt strange, aber ja. Okay, also habt ihr. Aus unserer Erfahrung. Ja, ja, stimmt. Ja, dann nehmen wir. Sollen wir anfangen? Nee. Ja. Doch. Wir nehmen den Samstag. Ernst? Ja. Wir haben voll lang gestruggelt zwischen Samstag und Sonntag. Mit der Begründung, es ist ja völlig egal, wie viele Zuschauer die Streamer haben, die Streams. Ja. Und es gibt ja diese ganzen Hunderte und Tausende Streamer, die irgendwie mit null oder einem Viewer streamen. Ja. Und die haben ja alle Freizeit am Wochenende. Es geht ja nicht darum, wann geguckt wird. Deswegen, unsere Erfahrung ist nicht so viel wert. Also ich hatte Sonntag gesagt, Andi Samstag, aber durch die Zeitverschiebung ist Samstag, weil du nach hinten und nach vorne raus halt auch freie Zeiten hast, wo die anderen, also die andere Welt. Die Mitte des Wochenendes. Genau. Ich finde eure Erklärung sehr gut. Wir gucken mal nach. Und tatsächlich ist es Samstag. Oh, man sieht hier deutlich das Wochenende. Ballert rein, die Leute haben Zeit. Aber es ist noch relativ nah beieinander. Ja, es ist nicht so mega krass, aber es Im Vergleich zum Montag schon deutlich Abstand. Gut 77 gemacht, zu 90.000. Oh, krass, wie es so im Verlauf der Woche immer mehr wird, bis auf Sonntag. Mhm. Ja, aber es ist nicht so eine krasse, nicht so krasse Unterschiede. Yep. Finde ich. Aber ja. Okay, also beide Teams 10. Bei uns ist es übrigens komplett anders, ne? Bei uns ist Samstag der Zuschauer, wo die wenigsten gucken. Ja. Und darum geht es ja nicht. Und ich weiß. Und Montag ist bei uns eigentlich so mit der. Aber könnte es vielleicht. Also jetzt ist natürlich an den Haaren herbeigezogene Argumentation, aber wenn die meisten Channel online sind, verteilen sich auch die Zuschauer ein bisschen mehr. Das stimmt. Ja, ich würde sagen, dass das gar nicht ins Gewicht fällt, also dass die Zuschauer gleich sind am Samstag, vielleicht sogar ein bisschen weniger als normal. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich will Zuschauer einschalten an den Tagen, Ich glaube, Samstag sind die nächsten Tage sind die unterwegs und draußen und möchten gerne mal was machen. Und ich glaube es auch. So. Ich glaube, deswegen ist Samstag ist kein ist zumindest unsere Erfahrung. Deswegen ist Sonntagabend auch nicht so ein Top-Tag, weil viele dann Sonntagabends irgendwie so einen Film gucken. Aber Sonntagmittag ist halt krass. Und Sonntagmittag ist krass und alle so ballert, chillen und hängen. Ohne Ende. Ja, das stimmt. Ja. Wunderbar. Nächste Frage an Niklas und Leon. Und dann schaffen wir, Leon. Und dann schaffen wir. Die Frage lautet, wie hieß der Song von Travis Scott, den er in Fortnite performt hat? Ey, warte mal, ach, was du ist Scheiße. 1. Cosmological, 2. Universe, 3. Space oder 4. Astronomical. Müssen wir schnell? Ja, wir müssen schnell. Wir müssen schnell. Ich glaube. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher, um ehrlich zu sein. Okay. Das war der Rapper, ne? Genau, das war der Rapper. Das, was, mit diesem, jetzt, was Jens gepostet hat. Genau, das krasse Event, wo man dann Fortnite rumfliegen konnte. Der ist also Travis Scott. Genau. Ich habe mir das auch nochmal angeguckt. Aber boah, ich kenne den. Das war so das YouTube-Video. Das war ja mehr als nur ein Song. Das war ja irgendwie so ein ganzes Konzert eigentlich. Oder? Keine Ahnung. Wirklich gar nicht. Doch, die haben noch, das war Song-Premiere. Das weiß ich. Achso, okay. Oder? War es Premiere? Es war... Jens und Ricarda haben darüber geschrieben. Und ich dachte so, Alter, Leute. Boah. Ich fand's auch ziemlich geil. Ich fand's auch ziemlich geil. War ganz cool, aber ich habe mir dann die ganzen 10-Jährigen vorgestellt vor ihrem Rechner. Mit ihrem Fortnite-Hammer. Ja, bin ich aber neidisch drauf. Ja, was haben wir in unserer, als wir 10-Jährige waren, haben wir schon Dreck gespielt. Wenn das in EFT passiert wäre, würden wir es alle geil finden. Das stimmt, ja. Ja, müsste aber, kommt drauf an, wer. Also. Ja, ich finde, ich sage, die Jugend heute hat eine geilere Jugend als ich damals. Ja, boah, aber definiere geiler. Geiler. Erstmal müssen wir die Frage beantworten. Okay. Ja. Definiere geil. Boah. Also es könnte für mich halt jeder dieser Titel sein. Würfeln. Ja. Für mich könnte wirklich jeder dieser Titel sein. Mein initialer Guess war irgendwie Cosmological. Astronomical hört sich ganz gut an, finde ich. Mein initialer Guess war irgendwie Cosmological oder Universe. Cosmological hört sich auch immer gut an.
Also Space hätte ich irgendwie nicht gesagt. Space hört sich langweilig an. Astronomical. Space. Weiß ich nicht. Astronomical. Das ist doch so ein, das ist auch so einer von diesen Rap-Liedern. Da redet man doch immer darüber. Redet man doch immer darüber, wie. Sonne, Mond und Sterne. Nee, wie toll Frauen sind. Und dann du bist cosmological, du bist astronomical. Ich glaube. Welche Rap-Lieder hörst du denn? Hä? Ich dachte, sag Rap-Lieder mal ein Rap-Lied, sehr umgekehrt. Wie toll Frauen sind. Eins. Sag nur eins. Ich kenne keine Rap-Lieder. Gut. Hast du schon mal Drake gehört? Ein Hoch auf die emanzipierte Frau. Es geht doch immer um Sex und wie toll die Frauen das sind. Das schon, ja. Ich habe es noch nie gehört. Ich kenne kein einziges. Also ich spüre irgendwie Universe. Aber spürst du das Universe? Ja, ich spüre das. Also Vibes, meinst du? Aber warum heißt das Universe? Du bist so... Nee, ich hab das nicht gehört. Das hat nichts damit zu tun. Das war so ein, ich glaube, das war so ein Track. Ich würde sagen, es ist Universe. Also es klingt auch wie so ein typisches Rap-Lied. Ja. Von mir aus. Es ist einfach so ein cleanes Reim Wort. Mal irgendwas ich würde sagen, es ist Cosmological. Und das würde ich sagen. Aber Cosmological hört sich nach einem Track an. Das Wort ist auch noch nicht so verbraucht. Die anderen Worte sind alle verbraucht, finde ich. Und wenn man ein Lied, dann Cosmological ist irgendwie, finde ich, ganz gut. Aber könnte halt... Universe. Universe ist auch verbraucht, oder nicht? Komplett verbraucht. Es gibt schon ewig lang, Mann. Ja, noch 10 Sekunden. Was machen wir, Leon? Ich weiß es nicht. Kann so einen Tipp geben lassen. Aber bringt uns ja was. Das ist dann so Physik, das ist so ein Maurice-Physik-Tipp. Was sagt ihr? Wir sagen... Sag du. Und vorbei. Cosmological. Okay, sag Cosmological. Was sagt ihr? Wir sagen auch Cosmological. Ihr sagt auch Cosmological. Da muss ich leider beide Teams enttäuschen. Es ist Astronomical. Okay, egal. Okay. Toll. Gut. Worum geht das Lied? Um astronomische Phänomene, zumindest im wörtlichen Sinne. Ach, das Lied? Da steht irgendwas von Darkness, ist Hovering und ja, irgendwas so metaphorisch halt. Ey, viel cooler. Was Forces of Gravity. Ich habe früher Blümchen gehört und Scooter. Scooter Hyper. I'm the Scatman. Und hier Blue, wir hatten nur so richtige Schummellieder, wirklich. Ja, aber das ist doch bestimmt jetzt auch so eine Metapher für irgendwann ist dunkel in deinem Leben und dann wird es wieder hell und dann wird es wieder dunkel und dann wird es wieder hell und so. Das machen wir dann in der Gedichtsanalyse beim nächsten Schulquiz. Gut. Boom, 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 doppelter Jambus oder so. Okay, nächste Frage würde ich sagen. Let's go. Sie lautet, jetzt überlegen, ne? Ja. Welches dieser Spiele nutzte die damals neue DirectX 8.0 Schnittstelle? Alter, das war ja vor dem Krieg. 1. Far Cry. 2. Morrowind. 3. Battlefield 2. Oder 4. System Shock 2. Puh, ich würde irgendwie... Wir müssen jetzt schnell machen, ne? Ich würde das sagen. Ja, lass das nehmen. Also, ich bin in der Ära von DirectX 9.0c aufgewachsen. Was war das? Sag mal, was war da so? Was habe ich da so gespielt? Was war also das? Morrowind ist, glaube ich, zu alt für DirectX 8. Also sogar Crysis gab es in zwei Versionen. Ich glaube, DirectX 9.0c und DirectX 10, genau, glaube ich nämlich auch. Aber und davor, Battlefield, das 2006 rausgekommen. Ich glaube, System Shock 2. Wann kam System Shock 2 raus? 2001 oder so. Oder keine Ahnung. 2002, 2000. War System Shock 2 nicht einer der Launch-Titel für die Xbox? Weiß ich nicht. Oder war auf der Xbox 1? War das auf der Xbox 1? Weil die Xbox 1 kam 2001 raus. Ich war da 6 Jahre alt. Okay, sehr gut. Ich war da 32. Ich muss eigentlich wissen. Also Far Cry glaube ich nicht. Weil war Far Cry nicht schon wieder so Next-Gen-mäßig? Also schon wieder weiter, weißt du? Ja. Oh Gott, ey. Was? Battlefield 2 kann ich gar nicht, überhaupt nicht einschätzen. Ich auch nicht. Und das wäre, weiß nicht, man denkt auch nicht bei DirectX 9 Durchbruch an Battlefield irgendwie, keine Ahnung, oder? Ja, vielleicht ist auch nicht damit gemeint. So viele Spieler und dann direkt die neue Schnittstelle, keine Ahnung. Welches dieser Spiele nutzte die damals neue DirectX 8.0 Schnittstelle? Bei Morrowind weiß ich, wie es aussieht. Das sieht nicht so gut aus wie Far Cry. Battlefield 2 sieht gleich, ist schon halt größere Maps und so, ist schon auch aufwendiger. Ich weiß nicht mehr, was DirectX macht. Das weiß niemand. Nee. Ach, nie weiß ich. Ja, ich sag's mir nicht. Ich weiß nicht, was das bedeutet, um ehrlich zu sein. Ich lese immer nur, mehr Grafik-Schnittstelle, keine Ahnung. Ja. Vielleicht wieder Datendurchsatz ist? Ist für die Kommunikation zwischen Grafikkarte und Software. Dass die genau weiß, was sie zu tun und zu lassen hat. Okay. Ja, und jetzt bist du, ja. Also, Andi. Mehr ist auf jeden Fall mal besser. Ja. Ich sag, also mein Guess wäre entweder Morrowind oder System Shock 2. Und für Prozessor und so, glaube ich auch. Was sagst du so? Könnte auch alles andere sein. Würde ich auch
Hört sich ganz gut an, aber wollen wir ein Info mal haben? Ja, lass mal Info machen. Info bitte. Okay, ihr geil. Wollt ein Info, das heißt, ihr geht auf 2 Minuten wieder hoch. Geil. Du kriegst jetzt 2 Minuten. Schon gelohnt. Wir waren auf einer hoch. Immer eine Minute, ungefähr eine Minute hoch. Also es ist großzügig. Ja. Also, die Info lautet, das gesuchte Spiel nutze die Schnittstelle vor allem für überzeugende Wassereffekte. Fuck. In Morrowind jedem Spiel krasse Wasser. System Shock nicht so, oder? Nee, System Shock eher nicht. Morrowind oder Far Cry? Far Cry wahrscheinlich dann, oder? Ja, weil Morrowind hatte Kackwasser, das ist einfach eine Fläche. Ja, ja. Morrowind hat richtiges Dreckswasser. Das geile Wasser kam erst noch Okay, dann. Geil. Far Cry. Hatte Battlefield 2 krasses Wasser? Ich glaube, ich habe das mal in so einer Browser-Version oder so gespielt. Kann mich nicht erinnern. Ey, Far Cry ist doch immer Insel, oder? Ja, da ist auf jeden Fall viel Wasser. Ja, dann nehmen wir, oder? Wir nehmen Far Cry. Ja, ich würde es auch okay, Far Cry. Okay, wir nehmen 1 Far Cry. Ihr sagt Far Cry, was wir sagt ihr? Wir sagen auch Far Cry. Alter. Oh, das haben wir uns so gestreckt. Ja. Far Cry ist vor Crysis. Ja. Ich habe gerade gesagt, Far Cry kommt nach Crysis. Okay. Nee, dann hast du okay. falsch verstanden. Wir gucken uns einfach mal. Wir haben uns versprochen, aber das meinte ich nicht. Die überzeugenden Wassereffekte an, würde ich sagen. Das ist Morrowind. What? Oh, Gott sei Dank. Weil es ist gut, Andi, für uns, weil wir hätten 10 Punkte bekommen. Ja. Morrowind hat jetzt erst. Wie geil sieht Morrowind aus? Das sieht ja besser aus als Spiele heute. Das sieht besser aus als Fortnite. Aber warte mal, was war denn direkt X8? Das war denn der Release von Morrowind? Welches Jahr sind das? 2002. Ja, das hat. Sind das alle Spiele aus dem Jahr, oder? Nee. Far Cry und Battlefield 2 erschienen deutlich später, 2004 oder so. Und System Shock erschien wesentlich früher, ich glaube 1999. War eine Fangfrage, nämlich. System Shock war richtig früh. Vor allem Wasser und alle denken an Far Cry. Ja. Fuck. Das ist ja schon ein verleitender Tipp. Ja, Far Cry und aber Morrowind ist auch bekannt für sein Wasser. Die beiden sind bekannt für Wasser. Morrowind ist bekannt für sein Wasser? Ja. Ich dachte, Morrowind ist bekannt für seinen Wind. Bekannt für sein Wasser. Okay. Nie gespielt. Einfach falsch. Das soll ja sau krass geil sein. Mega das Komplexe, ne? Viel komplexer als Oblivion oder Skyrim. Okay. Echt? Ja, so ultra die krasse, voll die krassen Systeme. Ja, aber das erzählen wieder nur die Leute, die das gespielt haben. Ja, die müssen, wen soll ich sonst glauben, der das nicht gespielt hat? Nächste Frage. Das ist schwierig. Sind dann so, das ist voll cool, das musst du auch mal spielen. Nee, im Sinne von. Die Serie wird bei der 13. Episode gut. Nee, dass man irgendwie so auch ganz krass sich selber. Die Level Trees und Verzauberungen machen kann. Das war so ganz krass. Hm. Das wurde dann so runtergetuned für Oblivion, damit es so massenmarktmäßig wirkt. Das habe ich auch mitgekriegt, dass Oblivion eher Massenmarkt war. Genau, Oblivion war dann mehr Massenmarkt. Vorher warst du voll das krasse. War schon mehr Hardcore. RPG. Okay, so nächste Frage. Seitdem ich Classic WoW gespielt habe, bin ich komplett desillusioniert von alten Spielen. Alte Spiele waren einfach Schmutz. Das ist so. Alte Spiele sind alle schlecht. Aber ich finde, das kann man ganz gut genießen, wenn die auf einmal ein bisschen schlichter sind. Ja, kann man. Zahlen kann man das. Ich mag das. Aber wenn man mal ohne Nostalgiebrille wirklich darüber nachdenkt, was man da... Schon viel Dreck dabei. Spiele komplett Dreck. Aber so krass sind Spieler aktuell auch. Aber Spiele jetzt sind auch Dreck. Ja, ich weiß. Ich finde Videospiele allgemein scheiße. Das ist nur ein hübscherer Dreck. Was machst du auch keinen Bock? Videospiele sind richtig beschissen. Außer Tarkov. Tarkov ist geil. Kommen wir uns darauf einigen. Stimmt. Ja, lieber ein Nachmittags-TV-Programm. Dass der Leute so unnütze, komplizierte Scheiße ist mit irgendwelchen dummen Tradern. Und so, wir gucken uns jetzt eine Grafik an und dazu gibt es auch eine Frage. Das ist die Grafik. Ja. Und die Frage lautet... Wie heißt diese Map aus Unreal Tournament? Das weiß ich vielleicht. 1 Space, 2 Phase, 3 Tower oder 4 Raid. Wir müssen rauslegen? Wir müssen rauslegen. Ich habe die gespielt. Oh, voll ich auch. Gespielt. Ich weiß aber. Ich hab die, das war meine Lieblingsmap, aber ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Mach die. Warframe-Entwickler, glaube ich übrigens. Ja, ich hab die auch gespielt. Ich habe es nie gespielt, ich kann es überhaupt nicht sagen. Die gibt es in jeder Version auf jeden Fall. Oben drin in der Mitte im Turm. Rede jetzt nicht, wir sind dran. Hör auf zu reden, wir sind dran jetzt. So. Wir reden jetzt über diese Map. Was ist da? Ich möchte die Zeit wieder zurückhaben. So, wie heißt diese Map? Ich habe es nie gespielt, ich kann nichts sagen. Leider. Tower wäre natürlich irgendwie offensichtlich. Heißt die Tower? Also Space, die heißt nicht Space. Raid? Die heißt, glaube ich, Face. Aber ich weiß nicht warum. Das hört sich aber eigentlich gut an. Raid? Oder heißt die Raid? Scheiße, die könnte auch Raid heißen. Kann alles heißen. Space heißt die nicht. Die heißt auch keinfach Space. Die hatte auf jeden Fall einen Namen, da war Tower, Face, Raid. Kennt ihr das, wenn ihr ein Wort richtig oft ausspricht? Irgendwann klingt es richtig face, dumm. Raid. Face. Es ist Face oder Raid, Leon. Es ist Face oder Raid. Face oder Raid. Ja. Face Raid.
kann mir vorstellen, Face wegen Face of the Earth, so im Hintergrund. Aber. Ja, aber das ist Unreal Tournament, da gab es noch keine Regeln für irgendwelche Namen. Da hat man einfach irgendein Wort aus dem Duden irgendwie angenommen. Hat man irgendwas. Seite 130. Da musste nur das Gameplay stimmen. Der Rest war uninteressant. Face. Es ist, glaube ich, Face. Ich bin da komplett auf dich angewiesen. Ich kann nichts sagen. Wir können uns einen Tipp geben lassen, aber dann gibt's halt, müssen. Ja, wir spielen ja nicht um den Sieg, ne? Worum spielt ihr dann? Ich bin um 100 Punkte. 100 IQ. Aber wenn wir jetzt Face. Ja, es ist, glaube ich, Face, Leon. Ey, wenn du sagst, es ist Face und du hast ein gutes Gefühl mit. Ich habe ein gutes Gefühl, es könnte aber auch falsch sein. Ja, das ist aber normal bei guten Gefühlen. Ich finde, du hast ja gar keine Ahnung, ne? Eben. Ich gehe mal mit meinem Gefühl. Wir sagen 2 Face. Okay. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, Tower ist auch zu offensichtlich. Die Tower genommen. Aber vielleicht stimmt es ja trotzdem. Tower genommen. Das könnte trotzdem stimmen. Und meistens ist ja am meisten Ärger, dass ich so viel gespielt habe, ich weiß es nicht mehr. Das ist voll eher. Deswegen ist, damals gab es also sehr, sehr offensichtliche Map-Namen immer. Ich glaube, es ist Raid sogar. Diese Map heißt, weil man sich ja von Angesicht zu Angesicht gegenüber steht, Face. Nice, Niklas. Krass, GG. Stark. Dann sind wir nur noch 5 IQ hinten. Stark. Manchmal muss man auch sein Gefühl haben. Ja, ist es auch. Aha, plötzlich also nicht. Ja, doch. Hey, hey, das war nur ein Fakt. Wir wollen nur 100. Das war nur ein Fakt. Ja, das ist uns egal. Jetzt, okay, okay, jetzt machen wir etwas Spezielles. Was? Eine schon neue wieder? Art von Fragen. Okay, nee. Ich setze mich hin. Immer diese Änderungen. Hey. Jetzt geht's richtig Kuh. Los. Scheiße. Ey. Diese Frage gibt theoretisch nahezu unendlich viele Punkte. Was? Hä? Ja. Müssen wir schnell sein jetzt? Nein. Okay, okay. Schnell kann ich. Nahezu. Das heißt, man ist so, so viele Punkte, wie man wir machen eine ist. Aufzählungsfrage. Und ihr wechselt euch so lange ab, bis ein Team nichts mehr einfällt. Oh Gott. Und für jeden Zähler. Das kann ich nicht, Leon. Ich kann nicht für jeden auf was? Also für jedes Mal, dass was aufgezählt wurde, steigt die Punktzahl um 1. Oh Gott. Hä? Aber hey, das wird uns einfach töten. Es gibt dann. Warum? Warte mal. Endet doch dann, wenn einer aufhört. Das heißt, man geht nur einen Punkt Differenz. Ist scheißegal. Egal, ich bin nicht unter Druck. Ich habe Angst. So, ist es egal. Aber, warte. Aber nein, ihr könnt doch 100 Depot. Ist doch euer Ziel, also, angenommen, ihr schafft 10 Sachen aufzuzählen. Ja. Dann kriegt das Team, also. Ach du Heilige Scheiße. Der falsch liegt, kriegt die Hälfte. Ah. Kriegt die Hälfte. Ich habe gerade vielleicht gerade keine gesagt, kriegt die Hälfte, also 5 Punkte. Und das andere Team. Kriegt alle. Also 10. Oh, das ist krass. So. Okay. Wir machen Hälfte, wenn ich gerade gesagt habe, keine. Andi, strategisch sollten wir einfach direkt falsch. Ich habe komplett Blockade. Dann müssen wir vergessen. Also einen Punkt bekommen wir raus. Ich versuche es. Egal, was kommt. Jetzt kriegen wir hin. Oder wir gewinnen jetzt Anime. Krass. Ja, genau. Ja, das war gut, oder? Also, die Frage ja, lautet jedenfalls. Ist das ein Anime? Wir können nur verlieren. Die Frage lautet kommt jedenfalls. Kommt auf die Disziplin ab. Ja, okay, wir denken, dass wir besser sind. Genau, wir gucken uns jetzt. Aufzählung Spiele von Rockstar Games. Wir gehen nach Wikipedia. Ich kenne 5. Ich weiß nicht mal, ob ich 1 kenne. Doch, 1 kenne ich. Okay, und zwar beginnen Niklas und Leon. Okay, ich sage 1, das ich kenne. Okay. Aber was, wenn ich jetzt falsch sage? Dann können wir nochmal so richtig, was falsch ist. Also können wir uns besprechen oder müssen... Dann später haben wir die GTA, wenn ihr was Falsches ja. sagt, ja. GTA, sagen wir. Aber welches? Welches? Also, ach, dürfen wir... Jedes einzelne, ne? Ja. Ach so. Muss man immer den vollständigen Namen korrekt sagen? Oder darf man... Ein bisschen Toleranz, ne? Das muss schon klar sein. GTA, also... Oder? Welches? Naja, das, wir müssen... Wie heißt das erste? Welches? Also ich kenne... Grand Theft Auto oder heißt es GTA oder... Ich kenne mehrere Einzeltitel auf jeden Fall. Aber wollen wir nicht das erste nehmen? Wie gesagt, ich bin ein bisschen so tolerant, wenn jetzt nicht auf Punkt wir können erstmal die nehmen, die wir wissen, oder nicht? Ja, okay, dann. Okay, GTA Liberty City Stories kenne ich. Welcher Teil ist denn das? Ich glaube, 3., 4. aus der Reihe. Also, ihr sagt GTA Liberty Stories? Mhm. Okay, 1. Das ist doch aber ein DLC. Nee, das ist ein DLC. Ich gehe nach der Liste von Wikipedia, die zählen das da als eigenständig. Also, was DLCs zählen zum Beispiel nicht? Oder? So wie Wikipedia das zählt. Danach ja, geht's. Sie stehen da wie als City Stories. Das ist bei random. Aber ich gehe also davon. Lass uns aber erstmal GTA 5 nehmen. Ja, GTA 5. Okay, das GTA ist auf jeden 5. Fall drin. 2. Okay, San Andreas. 3. Ja, GTA Vice City. 4. GTA 4. Warte mal. Also einfach 4, oder? San Andreas, Vice City. GTA, okay, ja, GTA 4. GTA 5. 3. 6. Ich hab... Seid ihr dran oder sind wir dran? Wir sind dran. GTA 2. 7. Also warte mal, Andi. Was gibt's noch Offensichtliches? Offensichtlich ist noch, also meiner Meinung nach. Ja. Wollen wir nehmen?
Okay, wir nehmen Red Dead Redemption. Mhm. Sollte dabei sein. Einfach nur GTA, sagen wir jetzt. 9. Ich würde Teil 2 davon nehmen, einfach, damit sind die nämlich in Zugzwang. Okay, dann nehmen wir halt Red Dead Redemption 2. Okay. 10. Hast du noch eins oder ein sicheres? Oder was offensichtliches? Offensichtlich. Das erste GTA ist einfach Grand Theft Auto. Sollen wir das nehmen? Oder weißt du das sicher, dass es? Sie ist einfach GTA, Grand Theft Auto. Okay, lass das machen. War das schon? Nein, das war noch nicht. Machen wir das? Ja, 11. Ja. Was machen wir jetzt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich schreib noch. Ich will überlegen, was gibt's noch für Rockstar? Ich hab noch eins. Was ist denn noch so? Denn? Andi. Hä? Du bist ja komplett wild. Dem muss wieder andere Also ich weiß echt nicht. Das sind die einzigen beiden Serien, die ich kenne. Kenne ich nicht, aber es gibt auch irgend so ein. Ich will hier gerade. Also ich kenne auch wahrscheinlich alle anderen, aber ich weiß aber nicht. Weiß ich nicht genau, wie das heißt. Was ist denn noch von denen? Ich kann es nicht lesen. Boah. Weißt du? Wie sicher sind die beiden? Okay, ich merke, ihr werdet langsamer. Das heißt, ich baue jetzt den Timer dazu. Das ist sicher? Das ist so ein 100%. Ich auch nicht. Ich bin so ein Add-on von denen. Von den GTA-Teilen, das war noch nicht. Habe ich gerade mich hinter mir legen, aber. Das ist eine Minute. Nee. Ich weiß, die doch. Wirklich? Gibt es noch ein. What? Also. Andi weiß irgendwie 30. Ja. Krass. Alter, Andi hat die Sachen hingeschrieben, da wusste ich es überhaupt nicht. Heftig, Andi. Nur irgendwie ans Raden. Was könnte am ehesten von Rockstar sein? Boah. Nee. Ich weiß nicht. Sorry, ich bin raus. 30 Sekunden. Ja, ich überlege noch. Hatten wir doch gerade. Die hatten. Ah, ja, okay. Stimmt, das ist richtig. Warte mal. Was ist denn damit? Noch 15. Ich brauche jetzt langsam eine Antwort. Ja, ich weiß nicht. Ach, schreibst du auch gerade? Und nice. Das andere? Bis keins mehr? Nee, mir fällt keins ein. Okay, wir haben hier noch 9. Okay. Was habt ihr denn? Was habt ihr so? Sag mal, das ist ein sicheres. Max Payne 2. Mhm. Ach, die sind auch von Rockstar? Ja. Okay, dann ist ja schon vorbei, oder? Ja. Dann Andi hat noch L.A. Noir. Dann gibt es noch ein Highschool-Bully-Spiel. Bully, irgendwie genau, heißt das. Vice City Stories, ich habe nur Liberty City Stories genannt. Genau. Dann The Ballad of Gay Tony habe ich noch. Von GTA 4 ist das halt. Ja, ist dann ja bestimmt auch. GTA mit. London. Gab es das oder sollte es nur geben? Also London. Warte. GTA London. Ja, gibt's sogar zweimal. Alter. Es gibt noch für Nintendo DS irgend so ein Chinatown irgendwas GTA. Stimmt, ja, das stimmt. Das heißt Grand Theft Mission Pack London 1 und 2. Ja, es gibt zweimal. Ja, das ist halt so ein DLC. Krass, ey. Dann gibt es Monster Truck Madness 64, Earthworm Jim. Das kann Earthworm Jim war von Rockstar. Ja, White Metal, Austin Powers, Midnight Club. Okay. Midnight Club, stimmt. Ah, Midnight Club war das Renngame. Ja, ja. Spiele, die ich mein Leben noch nie gehört habe. Ich kenne Surfing, Oni. Das waren oft auch Konsolen. Ganz viele noch. Midnight Club gab es auch. Das einzige Spiel, was ich von allen gespielt habe, müsst ihr jetzt raten. Earthworm Jim. San Andreas. Okay, dann Red Dead Redemption hast du gespielt im Stream. Ja. 10 Punkte zwei für gerade. Stimmt, ja, Red Dead Redemption 2 gespielt. Und Max Payne und GTA. Und GTA 2. Und 5 Punkte für Niklas und Leo. Wie viele Punkte haben wir bekommen? GTA 2. Ihr habt 10 bekommen und ihr habt 5 bekommen. Ah, okay, also die Hälfte. Okay, genau. Gut. So, weil das so lustig war, machen wir das nochmal, aber mit was anderem. Heftig. Oh, sehr. Okay. Kriegen wir jetzt einen Publisher, den wir kennen? Hey, Rockstar kennst du nicht. Nee. Ja, ich kenne den Publisher. Ich kenne ja nur Red Dead Redemption. Ich kenne auch Red Dead Redemption. Ich spiele nicht. Das war so, schon krass. Diesmal habe ich eine noch willkürlichere Quelle. Und zwar die Tolkienwelt.de. Alter, Andi! Ja, Andi! Das ist so okay, und nicht zu viel drin. EQ, because I'm a rigged, sorry, wenn ich so sagen muss. Das ist ein Herr der Ringe, Vicky. Ja, das war aber eine Frage, eine Schätzfrage. Und ihr habt verloren. Und ihr habt verloren, ja. Okay. Und jetzt kommt eine, wo man sich unendlich IQ einfach mit Wissen erarbeiten kann. Genau, so. Und zwar ist die Frage nach den Hauptfiguren aus Herr der Ringe. Das sind eine ganze Menge. Also alle, die wirklich eine wichtige Rolle spielen. Alter. Okay, also. Bist du drin? Nee. Hauptfiguren heißt jetzt, was heißt Diesmal fangen an, Matteo und Andi. Mach erstmal alle Gefährten durch. Wir fangen an? Ja. Warte mal. Mach erstmal alle Gefährten durch. Frodo. Ich glaube, sie sind besser als wir. Ja, Andi. Oder was machen wir dann einfach direkt? Mir reicht, damit die nur okay, reicht und eindeutig ist. Frodo, schreib mal auf. Nee, okay, das ist doch. Wir spielen vor unser 100. Ich versuch doch. Lass die ihre Punkte machen. Okay, ist egal. Versuchen auf immer gegenzuhalten. Okay. Schreib mal die auf dich. Ja, los jetzt. Hat er schon, Frodo. Was habt ihr Frodo gemacht? Wir haben schon, ihr seid. Okay. Herr der Ringe Saga, also zählt auch zum Beispiel der Hobbit.
ich würde lieber bei Herr der Ringe an und für sich. Okay, die habe ich nämlich gesehen. Aber nur Hauptfiguren. Genau, Hauptfiguren. Nach diesem Wiki Hauptfiguren. Ich habe in der Hobbit gelesen. Da also hier steht auch Hobbit mit drin, aber ich will meine Hand nicht ins Feuer legen. Steht aber eine Überschrift mit drin. Okay, dann machen wir die, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Gandalf, also Gandalf. Okay, ist auf jeden Fall mit drin. Okay, warte mal ganz kurz. Was ist denn mit... Haben wir aber zwei. Ja, schreib du mal alle auf, die auch du einer, weißt. Oder? Ja. Ist auch eine Hauptfigur, oder? Ich denke, ja. Oder wollen wir die offensichtlichen erstmal machen? Jetzt machen wir einfach einen. Mach mal offensichtlich. Ja. Legolas. Okay, Legolas. Okay, drei. Saruman. Okay. Nimm offensichtliche und sichere. Ja, Aragorn. Boromir. Fünf, sechs. Scheiße, du kennst doch voll viele, Niklas. Ja, aber gleich jetzt auf, einfach. Da gibt's einfach auch. Ich check die auch immer gegen, aber. Wer war nochmal? Ja, hier, von ihm, oder? Schreib bitte. Ich. Ja. Ist der aber im. Die haben wir gerade von Haupt 0. Ja, keine Ahnung. Dann lass uns. Sind wir dran? Ja, wir sind dran. Sam, ja. Okay, sieben. Warte mal, was ist denn mit. Gimli. Sollte auch drin sein. Acht. Okay, dann nehmen wir noch Gollum. Neun. Hast du welche aufgeschrieben, Leon? Die beiden sind mir eingefallen. Ich weiß ja nicht, ob der wirklich jetzt eine gilt, aber sollte eigentlich, oder? Das waren eigentlich, das sind die unsafen, beide. Ah, okay. Wen gibt's denn noch? Also, wen haben wir noch in der Truppe? Wir haben die beiden Menschen. Wir haben den Zwerg. Wir haben den einen Elfen. Wir haben. Wie heißt denn der? Die beiden Hobbits. Wer fehlt denn noch? Ist da noch jemand mit drin? Gibt es da mehr Menschen als zwei? Also welche mir gerade noch einfallen sind. Kann ich auch nicht lesen. Aber ja doch, kann ich lesen, okay. Noch 10 Sekunden. Ich weiß aber nicht, ob es ein Hauptcharakter ist, würde ich ja nicht sagen, oder? Das ist aber der Hobbit. Ach so, okay. Ja, shit. Und. Okay, das haben die gerade gesagt. Ach so, wir müssen einen Timer. Ja, okay, ja. Dann sagen wir jetzt gerade. Sauron. Okay. 10. Okay. Nimm mal einen Safen, oder? Genau, so. Arwen. Ja. Ja. 11. Hat man mit dem schon? Ja, das ist der hier. Okay. Ich sagen, ja. Was ist, das steht hier safe. Oben, kann ich nicht lesen. Ah, ne, das ist auch weg. Das, ne? Sind die. Die sind schon weg. Der wurde schon weggemacht. Gibt's dann nee, auch. Haben die gerade drüber geredet und haben gemeint, das ist nicht. Okay. Wie heißt der männliche Elfe? Der Chef. Wie heißt der? Aus Matrix, der. Vielleicht eine von denen? Agent Smith heißt Lortimer. Hast du gesagt, wie der heißt? Der heißt im WoW, der Blutelf-Chef heißt Lortimer. Gibt's einen? Keine Ahnung, ich glaube, die haben keine Namen. Okay. Gut, dann sagen wir jetzt einfach mal Bilbo. Ja, zählt das? Das ist meiner Meinung nach auch eine Hauptfigur von Herr der Ringe. Ja, laut diesem Wiki, ja. Okay. Was safe ist? Dann 12. Merry. Ja. Ach, stimmt, der ist Merry. Ja, da hört es bei mir auf, Leon. Ja, ist auch drin. Also, wir haben die Hobbits. 13. Wir haben die Menschen, Männer. Sind da mehr als zwei? Ich glaube nicht. Wir haben. Doch, da ist doch noch einer. Ah, nee. Geht's eigentlich um die Filme oder um die Bücher? Ich glaube um alles. Ich glaube, das Wiki behandelt den gesamten Mythos. Stimmt. Ich weiß nicht. Aber keine Ahnung, wie der heißt. Ja, da hört es bei mir echt auf, Leon. Ich bin schon stolz, dass ich überhaupt so viel gewusst habe. Das sind viel mehr, als ich dachte. Dass ja, Namen kann ich eigentlich gar nicht. Ich habe die Filme auch oft geguckt. Wie heißen zum Beispiel die. Haben die Ents? Haben die Namen? Gute Frage. Also für Namen bin ich schon sehr. Also nee, ja. Mir fällt keiner mehr ein. Die auch nicht, oder? Ich habe auch keinen Joker mehr irgendwie, den ich probieren könnte. Okay. Nee. Ja. Gut. Dann machen wir jetzt fertig. Ja, ihr könnt noch einen hinzufügen. Ja, Pippin. Heißt der Pippin? Big Pimpin. Oder Denethor oder Faramir oder Baumbart.
Okay. Ja, also Andi hat hier noch... Einen, aber mir fällt auch nicht der Vater von Arwen ein. Wer ist denn nochmal? Also was haben wir denn hier so noch? Aule? Kenn ich nicht. Belek? Kenn ich nicht. Beorn? Kenn ich nicht. Beorn! Ey, aber das ist halt nicht Herr der Ringe. Bären. Das Hobbit. Ja, was ist denn Beorn? Dazu. Zeleborn. Jetzt machen wir doch nicht so schnell. Wir müssen jeden Mal sprechen. Aber das ist der Typ, der sich in Bären verwandelt. Das ist der, der sich in Bären verwandelt. Ist auch Hobbit. Ja. Ja, der Hobbit ist da mit drin. Ihr habt ja auch Bilbo genannt. Der ist auch eigentlich nur aus Hobbit. Dann hätte man noch Smaug nehmen können. Bilbo gibt es in Herr der Ringe. Ist zumindest. Stimmt, der Alte, ne? Ja. Okay. Ja, okay, cool. Ist ein Aule. Weiß ich nicht. Die Eule. Okay, die ganzen Zwerge hätte man aufzählen können jetzt. Ja, ja, aber ich weiß nicht, wie die heißen. Nachgucken. Ja, stimmt, die weiß ich auch nicht. Biffa, Buffer, irgendwie, die sind alles gleich. Boah, ich bin da komplett raus. Jimbo, Kimbo. Jimmy James, Jingo, der Gringo, der 12 Punkte und 6 Punkte. 101. Ja, nice. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja. Und noch heute? 110 vielleicht? Ja, ich meine, das ist alles nur ein Bonus, ne? 16. Ihr wolltet wissen, wer Aule ist. Okay, aber jetzt ist Bonus. Ja. Wir waren doch schon 15. Ja. Ach, komm, Amy. Also der Titel ist der Erschaffer. Die haben irgendwann aufgeholt, ich weiß nicht mehr, wann. Der Erschaffer? Nein. Der Erschaffer. Aule ist der Meister des Handwerks und aller geschaffenen Dinge. Er ist an Geist und Charakter Morgoth am ähnlichsten, wie Morgoth liebt es, Aule Dinge zu erschaffen. Keine Ahnung. Also ein irgendein Mordor. Jetzt gab es 10 und 15 Punkte jeweils. Wie heißt der Vaterkönig, der gegen Sauron kämpft in der alten Schlacht? Ah, in der allerersten Schlacht, wo er die Hand abschneidet. Der hätte vielleicht auch gezählt. Ach so, von dem das Schwert ist? Mhm. Gab es 10 und 15? Gefiel, du! 12 und 6. Ich glaube, irgendwie so. Haben wir nur 5 Punkte vorne? Nee. Von den beiden Schätzdingern wart ihr, glaube ich, 5 vorne. Ach, Galadriel und so. So nachrechnen. Wer ist das? Ja, hier die Elfenmutti da, die den weiße Sachen schenkt. Und die ganz die Schauspielerin. Ja. Und Celeborn, ihr Mann. Ja, scheiß drauf jetzt mal. Ja. Keine Ahnung. Okay, die nächste Frage, die geht dann an tatsächlich jetzt Matteo und Andi. Okay. Ja. Also die liegen raus, ja. Genau. Und die Frage lautet, welche Farbe hat das Oberteil von Link in Zelda Breath of the Wild? Gespielt? Blau, grün, gelb oder rot? Okay. Boah, Lena, das ist schwer. Was würdest du sagen? Greif mal, ich sehe nicht, welche du greifst. Also, das ist schwer. Mach schnell, Jetzt rauslegen. Eigentlich ja das. Hm. Ich glaube, in dem ist das. Ich weiß, oder kann auch andere, alles andere. Hast du das gespielt? Ich glaube, ich eher den, ich weiß es nicht. Muss einen Tipp geben lassen? Weiß ich nicht. Schwer. Hm. Ja, doch. Ich glaube, du hast recht. Wir sind dran jetzt, ne? Mhm. Ja, offen reden. Ich glaube, der hat irgendwie so eine weiße Hose oder so und so ein blaues Hemd, kann das sein? Hab auch blau im Kopf, aber... Der kann sich ja wild anziehen, aber ist halt so das Standard-Outfit. Ja. Wollen wir vielleicht uns einen Tipp geben lassen, weil ich weiß es einfach nicht. Ich habe es nie gespielt. Hm. Gelb und Rot würde ich aber fast komplett ausschließen, weil das würde irgendwie richtig auffallen, oder? Wir sind immer noch bei den 10-Punkte-Fragen, oder? Ja, steht da auch. 18 von 30, 10 Punkte. Ach, komm, lass einfach rausknallen, die Scheiße, oder? Wenn wir jetzt verkacken, sind die dran. Ich verstehe nicht, warum wir nicht Punkte haben. Es fühlt sich nicht so an. Hä? Warum willst du mehr Punkte? Ja, weil wir Matteo beide ist jetzt in dem Modus. Alle wir haben die Hälfte bekommen, mehr Punkte trotzdem. Wir haben trotzdem die Hälfte der Punkte auch bekommen. Tu mal nicht so überheblich, ey. Hey, überheblich? Wir haben gerade guck mal nach deinem Mikro, Matteo, gerade. Was ist? Du hast gerade Aussetzer gehabt, weiß ich nicht. Also du willst jetzt einfach irgendwie einen Tipp haben, oder was? Also, wir können auch gamble. Wie sicher bist du denn? Wie viel Prozent? So 60. Okay. 70. Dann bin ich dabei. Okay, let's go, blau. Okay, du bist immer noch irgendwie nicht zu hören, Matteo. Guck mal, ob... Okay. Na, Funk auf dem Tisch. Ja, ich glaube, blau ist richtig. Auf dem Tisch oder auf die andere Seite. Wir haben auch zwischen blau und gelb gehadert. Ich glaube, blau ist richtig. Ich habe dann halt gelb genommen. So, was hattet ihr gesagt? Ich habe gerade blau. Blau. Blau und ihr? Gelb. Ihr habt gelb. Okay, dann gucken wir mal nach, würde ich einfach sagen. Gucken wir den Link mal an. Das ist blau. Das ist blau, das sieht aus wie Türkei. Türkis ist ja quasi blau. Das ist schon blau. Nee, ist blau. Ich möchte die Punkte nicht haben. Das ist schon blau. Okay. Ich habe nur dieses Unterhemd im Kopf gehabt, was er drunter hat. Und das ist halt so gelblich. Das sagt mehr über dich aus als über alle anderen.
Was ist eigentlich los mit dir? Immer noch bei Matteo. Wechsel mal einfach die Batterien. Vielleicht ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich mach das alleine. Vielleicht solltest du mal ein bisschen einfach runterkommen. Ja, deine Vibes ein bisschen runterkommen lassen. Weißt ja, du? Er hungert halt gerade. Ist ein bisschen. Gar nicht hungert. Von zwei Eis gegessen und eine ganze Packung Nüsse. Ja, die Hälfte davon hast du gegessen. Ja, gut. Oh, Daniel. Das ist Daniel. Willst du ihn im Ohr holen? Oh, nee. Machen wir eine kurze. Nee. Ja, aber der steht bestimmt hier oben vor der Tür. Ja, unten habe ich eigentlich aufgemacht. Ding dong. Der steht hier oben vor der Tür. Steht er nicht? Bist du unten? Oh. Okay, ich mache derweil allein, ich schaff das. Ja? Ja. Doch! Vertrau mir einmal in meinem Leben! Er sagt, okay, aber fragend. Okay. 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 Okay, weiter. Was ist gerade, wer ist wie dran? Du musst rauslegen. Du musst okay. Nur rauslegen. Okay. Die Frage lautet: Welchen DLC von Planet Zoo gibt es wirklich? Das weiß ich. Das weißt du? Cool. Ich auch. India. Was? South Africa, Russia oder Brasil? Oder Brazil. 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 Ja, ich glaube, es ist Brazil. Okay. Also offensichtlich ist der... Brazil. Was sagst du? Südafrika wäre in mir am offensichtlichsten. Genau, oder? Südafrika hätte ich jetzt auch gesagt. Ich weiß es nicht 100%. Ich hatte irgendwie nur so ein Schnee-DLC im Kopf. Deswegen sind alle Antworten irgendwie nicht so geil für mich. Naja, Russia ist ja schon... Ja, aber... Warum? Also ich meine, es gibt halt nicht so viele verschiedene Tiere. Ne? Ich meine, es gab halt ein Winter-Update mal. Deswegen dachte ich an irgendwas anderes. Gibt es in Russland Bären? Das war es eigentlich mal Schilfe. Und so komische Rehe. Rehe. Also interessante Tiere. Also es gibt bestimmt so ganz selten, ne? Irgendwie so ein Luchs oder so gibt es bestimmt in Russland irgendwo, oder? Oder wo ist der Luchs? Oder irgendwie so ganz seltene Katzen gibt es bestimmt noch. Gibt gar keine Tiere. Wobei, in Russland haben die doch schon alle ausgerottet, die seltenen, oder? Das Krasse ist, in der Region um Tschernobyl sind ganz viele Arten aufgetaucht, die sie eigentlich jetzt ausgestorben haben. Ja, aber Insekten oder so, oder? Nee, wirklich auch Vogelarten sind wieder aufgetaucht. Vögel sind aber uninteressant. Ja, komm. Wer will denn Vögel im Planet so? Also Brasilien, Indien? Also ich würde Russia oder South Africa sagen. Ich gucke so eben nach, Chat. Aber ich dachte, du weißt das. Ich wusste, dass es ein Winter-DLC gab. Das ist klimatisiert, hier drin ist kühl. Gibt es aber wahrscheinlich mehr. Ja, genau deswegen. Aber Südafrika ist auch ein Klassiker. Warum? Eigentlich schon. Indien, Brasilien, es gab. Also ich weiß, es gab rote Pandas im Standardspiel. Das weiß ich. Ja, rote Pandas sind Hallo, da. Daniel. Hallo. Daniel. Hey Daniel. Rote Pandas sind ja, hier habe ich gelernt, sind. Ja, kannst du dir extrapolieren. Ich guck. Du kannst das auch ausschließen können. Hä? Das weißt du? Ja. Okay, wir können die Frage leider nicht gelten lassen. Hier gibt es mehrere. Aha, gibt mehrere, ne? Nee. Gibt es mehrere oder so? Gibt es keins? Nein. Nee. Was denn jetzt? Mehrere Sachen, warte. Ich kann nicht zwei Antworten gleichzeitig beantworten. Ey, wenn wir mehrere, dann können wir doch einen einfach sagen und der ist dann richtig. Nee, die richtige Antwort ist nicht dabei. Ich habe einen Fehler beim Übertragen. Ich hab's gewusst. Genau. Aber du weißt das. Aber meine ist richtig. Gut, dass du das weißt. Dass du es weißt. Guck jetzt aber erstmal nach dem Mikro. Dein Mikro funktioniert aus irgendeinem Grund nicht, Matteo. Bist du gemutet? Nein. Nein. Dann. Jetzt. Hallo? Okay. Hallo? Jetzt hört man dich. Ah, cool. Jetzt noch beim Batteriewechsel habe ich gemutet natürlich, weil ich ein Profi bin. Okay, sehr gut. So, also. Das Problem war, dass das Add-on oder das DLC heißt nicht South Africa, sondern genau. South America. Richtig. Ich habe keine Ahnung von dem Game. Alter. Okay. Also deswegen habe ich es nicht gewusst. Ja. Aber das bedeutet ja jetzt, wir sind noch mal dran, oder? Mit der schnellen Raterunde. Ihr seid mit der langen Raterunde, weil sonst hättet ihr keine Chance, lange zu raten. Ist ja unfair für euch sonst, oder? Was redest du da überhaupt die ganze Zeit? In deinem wirren Kopf gibt's nur noch dich. Dich. Was? Hast du gerade zugehört, was ich gesagt habe? Ich glaube nicht. Kann sein, dass es in deinem wirren Kopf nur dich gibt. Ich habe gerade für euch argumentiert. Aber okay. Moment. Aber gab's nicht auch ein Schnee-DLC? Oder war es ein kostenloses Update?
Nur kurz überlegen, ob das funktioniert, was ich mir gerade überlegt habe. Nee. Okay. Gibt es eine Ersatzfrage? Nein. Ich müsste eine improvisieren. Das ist schlecht. Polybridge. Oh. Wir können auch Pause machen. Soll ich? Und du baust schnell eine neue Frage. Wir gehen in die Küche so lange. Hast du 10 Minuten Zeit? Kurz ein Eis essen. Ja. Ja, machen wir. Du entscheidest. Geil, Eis. Okay. Okay. Eis. Kurze und Unterbrechung. Pause. Kurze Pause. Eispause. Oh, scheiße, dann ist fair. Nicht hängen bleiben. Ich häng nicht. Ah, oh, endlich. Ich Skier-Eis rein. Warum habe ich einen Stift mitgenommen? Halleluja. 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 Warum? Da sind die Antworten. Ach so. Hallo Daniel. Oh. Hast du schon mal gegessen? Nee. Schön, dass du da bist. Aber Chat darf ich nicht geachtet. Ich bin durch den Lidl spaziert. Halleluja. Und Halleluja. 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 Gib dir noch eins. Eis. Nur noch eins. Oh. Oh, aber wer will Skier-Eis? Ich würde eins probieren. Es gibt nur 4. Ich würde auch eins probieren. Dann nehme ich das Kiwi-Eis. Ist okay? Das ist aber nicht Kiwi. Was ist das? Das ist das andere. Das ist Orange. Das ist Orange. Ach so. Das ist wie ein Capri. Ist okay. Oder, so. Oder willst du lieber das? Kannst du aussuchen. Ich weiß nicht, weil ich beide nicht kenne. Ja. Du darfst aussuchen. Welches möchtest du lieber? Ich würde schon mal gerne wissen, wie das Bier-Eis schmeckt. Ich auch. Dann nehmen wir beide eins. Dann sind wir safe. Ach so, das geht. Dann sind wir safe, dann gibt es das nämlich noch für später. Okay, können wir geil. Noch später überlegen, wer das kriegt. Geil. Rein wieder? Ja. So, wo ist Chat? Haben wir Chat? Nee, darfst du ja nicht wegen Fragen. Oh, geht nicht. Achso, warte, gerade gibt es keine Frage, ne? Hä? Gerade können wir reingucken, ne? Es gibt ja, keine Frage. Wir können gerade reingucken im Chat. Stimmt. Okay, Maurice braucht ja einen. Haben wir überhaupt noch Zeit zu zocken heute? Nee. Ja, oder? Wie spät ist denn das? Ist schon bestimmt schon bald. Hä, hey, ich will Seven Days to Die spielen jetzt. Haben wir es überhaupt installiert? Ja. Scheiße. Nee. Was haben wir denn? Lass haben wir den gar nicht installiert, oder? Können wir mit Eis in die Studio gehen? Nee, ist Essen. Was, wenn ich es nicht esse? Haben wir es nicht installiert? Warte. Nee. Essen im Studio ist nur verboten, nicht. Okay, wir gehen mit Eis in die Studio, aber wir lutschen nicht im Studio. Wir lutschen nicht. Alle mal kurz installieren. Okay, kurz installieren. Schnell. Ich gehe so nicht rein. Ich auch nicht. Mich. Halleluja. Nee, Halleluja. Mein Rechner ist nicht an. Chat. Mein Rechner ist auch nicht an. Könnt ihr kurz die Rechner andrücken? Warte, der Regie. Ja. Rechner 1 und 2. Chat, was sagt ihr? Schmeckt aber gut. Solide Performance bislang, oder? Also ich bin von mir positiv überrascht, Andi. Echt? Oh. Ding dong, Jex ist tot. Ach, oh, geil. Haben wir denn noch ein Eis? Ich hatte schon ein Eis. Ach, oh, so schön, dass es heute nicht so warm ist, also hier drin. Schön, ne? Ja, gestern war es echt hot. Profis. Weil ich hatte gestern noch eine lange Hose an, das war dumm. Wurde das Quiz abgebrochen. Wir machen eine kurze Pause, weil Maurice eine neue Frage bauen muss. Dumm. Und raus hier. Warum? Ich darf doch. Was? Hey, die anderen sollen auch installieren. Ja. Also, ich habe den Chat offen, falls ihr es seht. So, warte. Boom. Das ist ja schon 20 Uhr. Ich habe richtig Bock auf Seven Days to Die. Ich auch. Was mit Sea of Thieves? Die Jungs haben ich mehr Bock kurz auf meine Eis Seven Days. Nee. Ich kann das nicht machen. Ja, ich habe mehr Bock auf Sea of Thieves als auf Seven Days. Alter. Nimm so. Ist deine Regel. Aber das ist ja nicht meine Schuld. Ich aber bei uns ist Bild an, hört auf zu labern. Echt mal, mutet euch mal. Hier so. Leon, frag jetzt mal an. Jetzt ist Lahn. Jetzt redet er schon wieder über mich. Ja. Ich aus. Vielleicht werfe ich irgendwas. Das hat gefehlt die ganze Zeit bei der Lahn. Irgendwas Teures. Das hat gefehlt. Ja, das Lachen von Daniel. Ich spüre richtig, wie es plötzlich Lahn ist. Ihr könnt statt ein Hü ein Tü schreiben, Chat. Diesmal gibt es Tü. Hast du das mit 7 geschrieben? Ja. 7 Days. Ja, genau. Ist installiert bei mir. Da hat Maurice ja richtig vorbereitet, ey. Oder hast du es heimlich gespielt? Leon, los, Deal für 24-Stunden-Stream. Ey, Leute, ich... Seven. Ich mach doch keinen Deal für 24-Stunden-Stream, das zerstört uns nur alle. Komplett weil ich kenne die beiden, die gehen nicht nach Hause. Geil. So lange, immer noch, ne? Bis ich gehe. Ja, ich rede einfach weiter. Ja. Wir sind im Bild, ey, Andi. Also wir haben hier das Haus. Warte mal, wie Jungs, bei uns installiert schon. Protein hatten bei mir das. Nicht. Dann geh doch mal installieren. Ja, ich dachte, ihr macht das jetzt. Ja, wir können bei uns installieren. Wir wissen nicht, wie es auf anderen Computern geht. Mann, ihr könnt auch an den anderen Rechner gehen. Andi, wie viel Protein hat dieses Eis? Mm. Ja, aber ist das nicht der Grund, warum du es kaufst? Hey, Maurice, nee, weil die Antwort drauf steht. Sag mal, bist du jetzt komplett Skier nur noch? Also egal, was drin ist. Ja. Wenn das Skier drauf steht... So, ich mach's wie die. Ich rede jetzt einfach drüber. Das kann Skier auch drin sein, ist mir egal. Jetzt hört ihr halt meine Stimme auch noch, obwohl ich gar nicht im Bild bin. Ja. Weißt du, wie das schmeckt? Wie wenn hier das systemisch Füßen getreten wird, dann mache ich das halt. Mit frischen Blaubeeren. Kenn ich nichts. Und einen Haufen Zucker drauf und Honig oder so. Hm. Nee. Das schmeckt richtig süß. Ja. So süß ich finde es aber lecker. Leckt so ein Eis so süß wie du. Hm. Wisst ihr, warum ich am Rad drehe? Hm? Das ist das Format. Wisst ihr, warum ich am Rad drehe? Wegen Matteo. Ja, warum? Hä? Was redest du? Weiß auch nicht. Ist das jetzt ein Spiel?
Du musst raten, warum jemand am Rad dreht. Also ja. Ich kann, wenn man ja Tastatur ist so wie ein Knock-Knock-Joke und dann irgendwie... Das musst du fragen. Weil Rotation, mechanische Körper, blablabla. Oh nein, Shift. Ich weiß gar nicht, ich dreh nicht am Rad. Klar, dauernd. Ja, warte, ich überlege mir was. Okay, ich weiß was. Okay, musst du fragen jetzt. Wisst ihr, warum ich am Rad drehe? Weil... Ich weiß, in welche Richtung der Joke geht zumindest. In welche Richtung? Weil du... Nach rechts. Weil du in einem Staudamm die Turbinen regulierst. Nee. Aber es geht in diese Richtung, ne? Hey, ist ja installiert. Joke her. Ja, das Konzept, ja. Echt? Hat einen logischen Grund. Dann bin ich raus. Das Spiel ist ja installiert. Muss alle installiert, krass. Also geh mit dem Messer weg. Du läufst immer ein Messer rein. Ich stehe. Warum drehst du noch am Rad? Klemm das mal auf. Damit ich keinen Unfall baue mit meinem Auto. Am Lenkrad. Am Lenkrad, ja, okay, weißt okay, du? Okay. Was? Wisst ihr, warum ich am Rad drehe? Nee. Weil ich an der Ampel stehe und der Radweg aber nach rechts geht. Und deswegen drehe ich... Ach, scheiß drauf! Lass einfach weiterspielen jetzt! Ja, du drehst aber nicht am Rad, du schwenkst den Lenker. Oh, oh. Oh Gott. Hast du da gesaved? Mir ist gerade das Eis abgegangen. Oh Mann, ey, wo bin ich? Ich finde das lecker. Ja, ist ganz cool. Ist sehr süß, aber auch lecker. Ja. Ich mag's auch. Ich bin nicht überzeugt, um ehrlich zu sein. Ich finde es teilweise gut. Das ist irgendwie enttäuscht. Honig oder irgendwas drin. So eine ein bisschen unangenehme Süße, finde ich. Ich hätte lieber das Capri-Eis gehabt. Kannst du ja noch essen. Ich will wissen, wie viel Protein drin ist. Lohnt sich das? Lohnt sich das? Ich sage, auf keinen Fall. 7 Gramm auf 100. Das wäre sogar sehr gut für Eis. Was hat's? 3,6. Das ist ja nix. Spuck's aus. Und wie viele Kalorien? 400? Schätz mal. 450. Auf 100? 450. Was ist für ein Guess? Das ist genau richtig. Weil? Hat er wahrscheinlich gelesen beim Frühstück. Nee, ich hab nicht gelesen. Ich kenne halt Kalorien. Ist krass, hat meine Diät komplett aufgegeben. Ich mach's komplett? Einfach nicht mehr, ja. Oh! Niklas! Oh, oh! Oh, der Boden! Oh, oh! Break freeze! Vorsicht, dreht nicht aufs Eis. Kennt ihr jetzt, wenn ihr kalte Sachen anpustet? Mhm. Ja, weil ich mach das immer. Ich mach auch. Nicht nur bei heißen, sondern auch bei kalten Zeug. Puste ich das an, um es nicht mehr so kalt zu machen. Aber oh Gott, ich Als ich die Angerkrautgewürze probiert habe, habe ich auch einmal gepustet. Ja, das ist komisch. Brauchst du Hilfe? Aber jetzt hast du ein kaltes, waches Gehirn, das ist gut. Alter. Boah, Alter, dieser Bonsai, ne, wie er abgeht, das ist so schön. Aber Zwiebelkuchen. Da so ein fleckiges Blatt, soll ich es abschneiden vielleicht? Hey, der kommt ja voll. Gucken dir an, wie er abgeht. Alter, das ist ja neu. Komplett. Der ist richtig am Ausrasten. Hast du das nicht geschafft? Der war doch tot. Der war nie tot. Hat den gedüngt mit Tee. Immer mit dem alten Tee gedüngt. Guck hier. Das sind die alten Teeblätter, die haben ihn wieder revived. Jetzt haben wir bald wieder Fliegen hier. Das ist doch gerade Lügenmärchen. Hey, ja. Was soll das sonst sein? Das ist Tee. Mhm. Alle alten Teebeutel, die ich nehme, mache ich auf und mache die in die Pflanzen als Dünger. No joke. Du weißt, du kannst auch überdüngen, da? Ja, wenn man Dünger nimmt, aber wenn man Tee nimmt, nicht. Weil Tee. Ach, das stimmt. Ja. Was ist Tee? Stehst du vor der Kamera, Blätter, ne? Oder? Mhm. Was ist im Wald? Auf dem Boden? Getrocknete Blätter. Mhm. Das ist der natürlichste Dünger der Welt. Okay. Wenn du das sagst, muss es stimmen. Maurice, du stehst vor der Kamera, ne? Ich bin Gärtner. So, wollen wir weitermachen? Ja, okay. Lass geil. Weitermachen. Komm, wir gehen wieder quizzen, ohne es zu wissen. Das neue Format hier auf Delta Radio. Boah, wie nervig. Hallo? Also Radiomoderator wäre, glaube ich, ein ganz schlimmer Job für mich. Sicher? Ja, weil... jawohl, das ist genau wie Stream. Ja. Oh, Mama, beziehungsweise wenn die Lade so. Wieder aus, bitte. Oh, Daniel, kannst du mal ausmachen? Danke. Danke, Mann. Ist voll kühl. Ist zu kalt. Alex, ich auch mal einen dünnen kleinen... Das kommt wegen des Eises. Ja.
Einen Moment. Gibt's eine neue Frage? Südamerika. Krieg ich einen Punkt? Ja, Moment, ich muss nachdenken, wie ich das mache. Sag mal ein Tier, was nur in Südamerika lebt, aber sonst nirgendwo. In Südamerika? Ja. Südamerika. Mir fällt selber gerade keins ein. Ich habe letztens, ich habe eine Tiersendung über die Anden gesehen. Was war gerade so da? Warte mal, was heißt? Es kommt nur auf dem Kontinent vor. Es kommt nur auf dem Kontinent vor, natürlich. Nicht Zoos welches oder so. Welches Tier war denn in den Anden? Gibt's so auf jeden Fall spezielle Affenarten. Gibt's ganz genau, viele. So eine Riesenmeerschweinchenart. Ja. So eine, diese, wie heißen die nochmal? Diese Riesenmeerschweine. Riesenmeerschweine? Nee, wie? Tapir? Tapir ist kein Meerschwein, aber es geht in die Richtung, ne? Ja. Oh, das hatte ich jetzt vor kurzem. Tapir ist so eine Rüssel. Hab ich auch gesehen, Rüssel. Wo die so streicheln und genau, die dann so sich hinlegen, diese Hunde. Ich hab's im Stream weiter. Weiter. Okay, es geht weiter. So, wenn das geklappt hat, ist jetzt die neue Frage eingebaut. Okay. Ja. Blau. So, wer war nochmal dran, damit wir das auch alles blau richtig hinbekommen? Sie genau. Die neue Frage. Das heißt, Blau. Das heißt, Matteo und Andi legen eine Karte schnelle Rate, raus. Okay, das ist gut. Okay. Auf geht's. Okay. Wer spielt Lara Croft in Tomb Raider aus dem Jahre 2018? Es gibt Tomb Raider 2018? Ich weiß sowas von. Ja, das weiß jeder, aber es ist vielleicht eine Fangfrage. Warte und mal. Zwar 1. Natalie Portman, 2. Angelina Jolie, 3. Alicia Vikander, 4. Nora Tschirner. Willst du mich verarschen? Hä? Ja. Die haben zu lange gebraucht. Hä? Was? Mann, du bist voll toxisch. Ich bin toxisch? Ja. Du bist toxisch. Auch vielleicht. Warte mal. Es gibt doch kein Tomb Raider 2018. Das kann doch nicht Angelina Jolie sein. Wer ist die jetzt mittlerweile? Das kann schon sein. Blame die mal nicht jetzt, ja? Ich blame die nicht, aber Menschen werden nun mal älter. Sei ich so ja, toxisch. Genau wie Lara Croft, die wird auch älter. Ja. Ja. Nein, Lara Croft nicht älter. Hast du das neue Game gesehen? Die wird immer jünger. Ja, also. Aha. Ja, vielleicht ist das jetzt die war Tochter. War sie mal älter, also ergo Alterungsprozess. Das ist nicht die Tochter, das ist Quatsch. Die heißt nicht Angelina. Die Tochter heißt bestimmt nicht Angelina. Jetzt wird langsam auch die heißt bestimmt nicht Lara. Die heißt bestimmt nicht Lara Croft. Ich wusste gar nicht, dass es den Film gibt. Das ist. Nee, ich auch nicht. Das ist ein Remake. Safe. Ich sag dir, das hat niemand mitbekommen. Das Problem ist, ich kenne nur die. Uwe Boll war das. Uwe Boll hat es verfilmt. Ich kenne nur die oberen beiden Namen. Sogar sagen. Die anderen beiden kenne ich gar nicht. Uwe. Uns Uwe. Nora Tschirner. Ein Spruch für Hamburger. Es gab mal einen Uwe. Alicia Vikander. Der Fußballspieler. Nee, uns Uwe hieß er. Uns Uwe. Andi, was hättest du gesagt? Ich habe was gesagt, aber ich sag's dir nicht. Was würdest du sagen, wenn ich dich fragen würde? Einfach so auf der Straße. Okay, jetzt Leon, jetzt mal logisch eingegangen. Ne? Natalie Portman ja. Würde doch nicht bei Tomb Raider mitmachen. Die ist doch viel zu krass. Alicia Vikander. Kenn ich nicht. Wen spielt die? Weiß ich auch nicht. Nora Tschirner. Der Name sagt mir irgendwas, aber ich kann da kein Gesicht zuordnen. Ich hab da auch kein Bild vor. Aber Natalie Portman ist doch auf jeden Fall, also und Angelina Jolie, das ist doch, das ist es nicht. Ja, es kann nicht sein, dass es so ein... Das nee, ist so wie beim Terminator, so ein Going Back. Warum sollte er jetzt auf die Schnelle so eine Frage raussuchen, wo denn Angelina Jolie die Antwort ist? Das naja. Ist Alicia Vikander oder Nora Tschirner? Wir könnten uns auch eine Info holen. Ja, ich habe auch eine Info vorbereitet. Nee, wir gamblen jetzt. Gamblen? Oh Gott. Ja. Wir sagen jetzt, Nora Tschirner ist da auch, das hört sich, die ist doch super bekannt, oder nicht? Die sind bestimmt alle super bekannt. Aber Natalie Portman passt überhaupt nicht als Lara Croft. Also ich würde sagen 2 oder 3. So einfach vom Bauchgefühl. Und wir sagen jetzt 3. Du sagst 3? Ja. Wir sagen 3. Alicia Vikander ist okay. Das. Okay, und ihr sagt? Das ist richtig. Nora Tschirner vertont die im Videospiel, ne? Ah, Haben wir gewusst. Darum habe ich die da reingenommen. Angelina Jolie habe ich reingenommen, was sie früher gespielt hat. Mhm. Natalie Portman ist drin, einfach nur so, weil ich gespielt braucht. Und Alicia Vikander spielt sie wirklich. Da gab es nämlich damals diese Debatte, weil Alicia Vikanders Körbchengröße angeblich zu klein ist für Lara Croft und so. Da gab es dann so eine ganz schlimme Diskussion. Du hast schon wieder aussetzsam, Matteo. Hey, was ist denn? Ja, mach die auf den Tisch. Es könnte auch die Sichtlinie sein, weil... Vielleicht Andi irgendwie. Ist aus Metall, weil sein Bizeps aus Stahl. Naja, nee, aber der fällt der Monitor genau zwischen dir und den Empfängern. Und nee, das ist irgendwie was anderes. Ja. Ist auch immer nur bei einem Mikro. Ja, weil immer nur ein Mikro zwischen was ist.
Oder ein etwas dazwischen, egal. Okay. Geil, wir kriegen 10 Punkte. Ja, aber es geht um uns. Wir sind immer dran. Noch. Okay, warte mal. Die einfachste Lösung ist, du nimmst Mikro 5. Ich hole Mikro. Vielleicht hilft oder das. Oder Mikro 6, weil ich habe 5. Ach so, ja, dann nimm Mikro 6. Oder Mikro Penis. Verstehst du mit Mikro? Ach, der war nicht schlecht, du. Okay. Verstehe nicht. Wir sind jetzt damit schnell, ne? Die letzte 10-Punkte-Frage kommt jetzt. Kriegen wir 20 Punkte, okay, wenn wir richtig machen? Shit is getting real. Nee, den kriegen wir nicht. Okay, komm, Fokus jetzt. Wir wollen 120. Wollen wir haben eigentlich alles erreicht. Ja, aber 120 noch? 120. Okay. Okay. Komm, Leon, jetzt nochmal anstrengen. Wir müssen dann auf noch die geht's. Joker gleich benutzen. Mhm. Die ersten 10 Sekunden müssen ja eh Leon und Niklas eine Antwort raushauen. Und zwar, die Bruderschaft von Nott tritt ein für... Brüderlichkeit, Einigkeit und müssen wir legen? Kraft, Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit. Eins von den beiden hier sagen? Das wird halt. Ich würde sagen, das. Ja, nehmen wir. Aber ich habe keine Ahnung. Was ist die Bruderschaft von Nott? Die Bruderschaft von Nott ist von Command & Conquer unter der Herrschaft von Kane, diese sektenartige. Wusstest du es erlebt? Sorry. Diese sektenartige, so die das, was Maurice immer einspielt, da diese die Marschierbrüder, alle mit Uniform und so. Das ist bestimmt das. Sag jetzt das. Kraft würde passen, weil so ein bisschen, es geht ja so ein bisschen in diese NS-Zeit, so mäßig, vom Feel her. Aber schon so ein bisschen auch anders. Also Frieden, nein. Außer die haben so eine ganz verrückte Version von Frieden, wo Frieden bedeutet, dass überall Atomraketen durch die Luft fliegen. Mhm. Freiheit würde ich auch nicht sagen, weil das passt irgendwie nicht. Also Brüderlichkeit, Einigkeit, weißt du, so, die haben so viel Zusammenhalt, die sind sowieso die, so ein bisschen so in die Richtung. Gerechtigkeit in deren Welt könnte es passen. Rächt der sich irgendwie oder gibt's, also würde es Sinn machen, Gerechtigkeit? Sucht der Gerechtigkeit? Der will halt so sein Weltbild versuchen, mit Zwang durchzudrücken, so, weißt du? Und er ist, aber er ist schon so ein bisschen so, irgendwo zwischen Guerillakämpfer und Adolf Hitler ist er. Irgendwo dazwischen. Passt schon ganz gut. Jeder Spruch wird besser, dadurch, dass Daniel da ist und er dann lacht. Also, ich würde ausschließen Frieden und Freiheit. Und bei Gerechtigkeit wäre ich mir unsicher. Ich würde auf Kraft tendieren. Brüderlichkeit, Einigkeit, passt aber nicht so in diesen Kontext, weißt du? Also es ist wie so ein Gag. So Brüderlichkeit, Einigkeit, das sind wie so Konzepte. Da würde dann Gerechtigkeit reinpassen, aber vielleicht ist die Pointe dann, dass dann Kraft ist. Weißt du, was sein könnte auch? Ja, also das könnte sein. Würde ich persönlich besser finden. Es könnte auch sein, dass es sowas ist wie... aus der Übersetzung ist es anders genommen worden und die haben alle so Kite genommen. Brüderlichkeit, Brotherhood, Einigkeit, Gerechtigkeit. Unity and nee, dass es aus dem Englischen vielleicht andere Wörter sind und die haben nur deswegen das genommen. Wollen wir uns einen Tipp geben lassen? Würde ich machen, nämlich, weil ich habe keine Ahnung. Ja. Wir nehmen einen Tipp. Okay. Das gesuchte Wort heißt auf Arabisch Salam. Oh, Salam alaikum. Friede sei mit dir. Ja, denke auch. Dann nehmen wir 2. Warte ganz kurz. Salam alaikum heißt Friede sei mit dir oder heißt nicht Kraft mit dir oder so? Nee. Kraft sei mit dir. Nee. Salam alaikum heißt doch Friede sei mit dir oder nicht? Oder Friede. Brüderlichkeit. Salam alaikum. Salam. Salam alaikum. Salam. Salam alaikum. Warum weiß man das nicht sicher? Aber es ist bestimmt Frieden, oder nicht? Ja, wir nehmen Frieden. Lass uns mal Frieden nehmen. Ja, wir nehmen Frieden, obwohl wir es nicht genommen hätten normalerweise. Okay. Okay. Wir nehmen Frieden. Was nehmt ihr? Wir nehmen Gerechtigkeit. Wir nehmen Gerechtigkeit. Wir lösen auf. Auf jeden Fall nicht den Gerechtigkeit. It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Im Namen von Kane. Gerechtigkeit. Frieden. Frieden? Er hält ein Messer an die Kehle von dem Typ. Er lebt. Er ist komplett durch, der Junge, ey. Ja. Frieden! Schneidet Kehle auf. Zieht die Kehle auf. Geil. Okay. Ja, gut, dass wir den Joker genommen haben. Ich hätte nie Frieden genommen. Auch nicht. Auch nicht. Krass.
Ja, die man. Also 147 Ecken. Die sprechen ab und zu auch von der Technologie des Friedens, also die, der Oberlist des Lichts und so, wie das Technologie des Friedens. Das war mein Lieblingsgebäude in all time, sogar besser als die Tesla-Spule. Mhm. Obwohl, später kann man Tesla-Spulen verbinden, die waren dann geil. Oberlist des Lichts ist aber richtig krass im dritten Teil. Hm. Ja, die konnten ja so fusionieren. Der dritte Command-Conquer-Teil ist eh. Welche? Alarmstufe Rot 2? Nee, das ist der vierte. Der Alarmstufe Rot 2 war der geilste. Ja, aber der Tiberian und der Sun davor, Tiberian Sun, genau. Das sind die besten beiden. Okay, so, wir kommen jetzt in die hochpreisigen Fragen. Das heißt, die Sonderjoker lohnen sich jetzt außerordentlich. Stimmt. Ihr wisst noch, was die machen. Es ist noch alles offen eigentlich. Was war also das nochmal? Twitch-Chat, genau. Ist klar. Der macht eine weg. Dann können wir sagen, der Gegner hat es falsch. Genau. Mhm. Genau. Wann kann man das sagen? Immer. Wenn man gerade immer. Immer, wenn ihr dran wenn seid. Wenn du dran bist. Und dann... Der Reverse. Ihr könnt einmal... Wir müssen eine falsche aussuchen. Ja, eine falsche statt eine richtige Antwort geben. Naja. Das ist geil. Man, das ist eigentlich Safe-Call. Also man selbst oder die anderen? Man selbst. Okay. Genau, das heißt, du musst... Das ist dieses Reverse-Ding, glaube ich, oder? Nee. Keine Ahnung. Ja, die Symbole sind vielleicht noch nicht so gut durchdacht. Okay, let's go. Aber ist ja nicht so wichtig. Okay. Die erste Frage geht an Niklas und Leon. Die Frage lautet... Welcher Filmregisseur begleitet die Entwicklung von Medal of Honor? 1. Alfred Hitchcock. 2. James Cameron. 3. Quentin Tarantino. Oder 4. Steven Spielberg. Die Entwicklung. Wir müssen schnell, oder? Mhm. Ja. Okay. Oder? Ja, mach. Also ich denke nicht, dass es Quentin Tarantino ist. Glaube ich auch nicht. Könnte so theoretisch sogar sein, weil der so der Hippe ist unter den Filmregisseuren und dann irgendwie so beim Game mitmachen. Also Hitchcock würde ich ausschließen, ja, oder? Ja, Hitchcock passt irgendwie überhaupt nicht. So, deshalb. Also so kein theoretisch, ne? Ihr seid geil, ey. Ich habe das schon lange tot. Nicht, alles gut. Weil ihr Hitchcock genommen habt, oder was? Ja, haben wir genommen. Keiner weiß mehr, was er von dem anderen denken soll. Warum lachen die jetzt, Leon? Ich weiß es auch nicht, Niklas. Steven Spielberg. Der Spielberg. Könnt ihr bitte aufhören zu lachen? Das irritiert mich gerade komplett. Ich mach gar nichts. Ich lach vor allem wegen dem Chat. Toll, das hilft mir jetzt noch weiter. Jetzt bin ich ja noch verunsicher da. Warte mal, rein theoretisch. Meinst du, wir werden... Also, wir haben also die Entwicklung von Medal of Honor. Das ist mal das Game und es geht um den Zweiten Weltkrieg. So. Ich habe es halt noch nie gehört, dass es jemand begleitet hat. Nicht. Aber ich habe es auf jeden Fall gespielt. Same. Und ich habe meinen Namen daher. Weil ich hatte eine Packung Medal of Honor hinter mir, als ich den Namen gesucht habe. So, aber wer war von den Regisseuren dabei beteiligt? James Cameron, der macht ja nur die Riesenblockbuster. Aber das könnte ganz gut passen, finde ich. James Cameron könnte erstmal ganz gut passen, weil die Story ist auf jeden Fall schon so Zweite Weltkriegsstory. Alfred Hitchcock ist Quatsch. Es ist Quatsch. Wollen wir dann einfach den Joker nehmen für die falsche Antwort und einfach Hitchcock sagen? Und was, wenn es nachher doch durch einen richtig dummen Zufall richtig ist? Es ist nicht Hitchcock. Ich würde sogar dazu tendieren, uns einen Tipp geben zu lassen. Oh Mann, Leon, ey, das ist echt schwer. Das ist überhaupt kein Gedanken irgendwie. Also ich würde halt Spielberg sagen, irgendwie einfach. Ja, ich glaube nicht, dass Steven Spielberg da auf sowas Bock gehabt. Ja. Ich könnte es mir bei jedem vorstellen, bei jedem nicht vorstellen. So Medal of Honor. Medal of Honor kam raus, der hatte Steven Spielberg doch viel zu tun mit der Remake Edition von Star Wars. Das fällt, glaube ich, auf demselben Zeitraum. Was wollen wir machen? Wollen wir irgendeinen Joker nehmen oder einen Tipp? Ich würde sagen James Cameron. Ich finde, das passt ganz gut. Was meinst du mit Steven Spielberg und Dreamhack? Also ich verwechsel gerade. Warte mal, Steven Spielberg ist ja jemand ganz anderes. Wen meinst du? Sage ich nicht. Noch 10 Sekunden. Ja, antwortet erstmal und dann können wir drüber. Ja, lass mal erst antworten. Ich würde James Cameron sagen, trotzdem. Wie hast du denn dein Boss? Steven Spielberg ist ja der. Ja, weiße Hai, Jurassic Park. Wir müssen jetzt antworten. Sagen James Cameron. Okay.
Okay, sagt James Cameron. Was sagt ihr? Haben wir auch, aber möglich wäre auch noch Steven Spielberg. Genau, Steven Spielberg hat ja auch überlegt, ob er die Halo-Reihe verfilmen will. Also der ist schon so ein bisschen... Ich habe gerade an Dings... Wie heißt denn der Star Wars? LucasArts, meinst du? Ja. Also der George Lucas? George Lucas. Genau, ich habe an George Lucas gerade gedacht, aus irgendeinem Grund. Ja, und bei Alfred Hitchcock haben wir gelacht, weil der halt seit Jahrzehnten tot ist. Ja, und warum lacht ihr denn da so schäbig? Also nicht, weil ihr das so... Weil ihr über den Töten diskutiert, ob er noch die Reihe mitmacht. Ja. Warum die haben gesagt, der kommt nicht in Frage. Und dann habt ihr gelacht. Ja, aber ihr habt so das so überlegt, irgendwie so, als wäre es nicht ganz sicher, als wäre es vielleicht. War halt nur witzig, jetzt sind wir nicht alle so ernst. Wir lachen halt gerne über. Bist du so überheblich geworden? Warum nicht ich? Alle lachen. Wir sind so toxic, Matteo. Wir sind richtig toxic. Komplett toxic. So toxic, ey. Okay. Aber Quentin Tarantino wäre irgendwie auch lustig, jedenfalls. Aber der war da noch nicht so im Game. Ja, Quentin könnte auch sein, weil nee, der ist nee. Nicht so, der macht nur echten Film, nichts digital. Der meinst macht du? Das auf gar keinen Fall. Jedenfalls war es Steven Spielberg. Krass. Ah, krass. Schade. Ja. Yep. Voll der Sellout. Welches Jahr ist Medal of Honor? Ich sag 2004. Wenn du da deinen Namen hörst. Klingt gut von der Chef. Ja, so um den Dreh. Oh. 2005? Es ist 2003. Oh, viel früher. 1999. Also so alt hast du schon deinen Namen. So ein altes Game. Krass, hätte ich auch nicht gedacht. Okay. Ich hieß immer Man of Honor. Man unterstrich of unterstrich Honor. Und bei Man das M und das N groß, bei of das O, bei Honor das H, das O groß, N klein, O groß, R klein. Keine Null drin? Manchmal hatte ich auch eine Null bei zweites O, bei Honor. Okay. Jetzt wollen wir mal gucken, wie weit ihr euer Videospielgedächtnis noch zurückgeht. Denn die Frage lautet, Assassin's Creed 4 Black Flag ist nicht der vierte Teil der Hauptreihe, sondern der fünfte, der sechste, der siebte oder der achte. Das ist mir überhaupt nicht der Scheiß. Überhaupt keine Ahnung. Aber Andi, du hast ein bisschen gezockt, ne? Wir haben Zeit, ne? Du müsst eine Frage auslegen. Ihr müsst legen, ja. Gut. Gut, ich zähle mal auf. Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelations, Assassin's Creed 3. Ja, das heißt... Und nach 3, was kam dann? Kam dann 4 direkt. Aus einen Tipp geben lassen, wenn du nicht genau drauf kommst. Ich kann dir leider keinen Input geben. Ich muss ein bisschen überlegen. Unity war danach. Was gibt es sonst noch für Teile? Nee, ich denke, das ist der sechste, oder? 1, 2, Brotherhood Revelations, 3, 4. Ich würde gerne gamblen, bitte. Willst du? Ja, sechster Teil. Okay, sagt sechster Teil. Was sagt ihr? Fünfter. Okay, es ist der sechste gewesen. Alter, Andi. Kompletter Carry. Ich mach gar nichts, sitz nur hier. Oh, sitz nur hier rum. Andi, mach alles alleine. Assassin's Creed, Herr der Ringe. Nur Andi-Themen. Nur Andi. Ich hab halt viele Themen. WoW auch, war auch sein Thema. WoW auch Andis Thema. Ich hab nix. Ich sitze einfach hier. Und Angelina Jolie. Okay. Oder Alicia Vikander, ja. Komm, Leon. Wir haben noch eine. Wir waren diesem Roboterfilm. So, mal gucken, ob alte Konsolen auch Andis Thema. Boah, hat man doch den Joker genommen bei dir. Nächste Frage. Ich habe mich so verunsichern lassen von den Toxischen da drüben. Wie hieß der Sega Mega Drive in Nordamerika? Sega Master System, Sega Video, Sega Genesis oder Sega Ultimate? Irgendwie... Ich glaube, Sega Master System. Oh, shit. Das habe ich schon gesagt, wo die noch gelegt haben. Jetzt haben die das gelegt. Ja. Nein. Ich glaube, Sega Master System. Also, ich kenne auch Sega Genesis. Als Namen. Genesis gab es aber auch bei uns. Mhm. Mega Drive, Genesis. Ah, gab es den Genesis bei uns? Ich hatte einen Sega... Mein Bruder hatte einen Sega-Freund. Der hatte die. Ich muss mir überlegen. Der hatte einen Sega-Freund. Anruf-Joker wäre witzig bei sowas. Ja, da würde ich Gino anrufen. Ich habe Gino gefragt, der hat Nein gesagt. Okay. Weil er unterwegs ist. Wir müssen auch langsam Joker benutzen. Ja. Wir haben, glaube ich, noch 3 Fragen. Genau. Wir könnten hier Sega Ultimate sagen, das ist auf jeden Fall falsch. Oder Video. Ja, aber ich glaube, es ist das Master System. Der Mega Drive müsste das Master System sein. Der Genesis kam, glaube ich, auch danach. Ja. Drive Master System. Also ich kann es ja nicht sicher sagen. Ich glaube, das ist 1, Leon. Wir können halt auch auf sichere Punkte gehen mit dem Joker.
Ja, aber warum? Sollen wir jetzt noch aus sicherer Punkte gehen? Ey, wenn du dir 100, also wenn du wirklich sicher, sehr sicher bist. Sicher. Ja, gut. Ich bin nicht sehr sicher. Ja gut, dann können wir doch sichere Punkte aber nehmen. Aber ich gucke ja den Angry Video Nerd. Mhm. Und da erzählt er auch öfter auch über das Sega Master System auf jeden Fall. Aber ich glaube, der Genesis gibt es auch. Ja, Genesis gibt es auf jeden Fall. Joker überlegen, sind nicht mehr viele Fragen. Mhm. Kann doch einen Joker benutzen. Das mit falsch, das müssen wir, das ist, wir können hier zwei ausschließen. Video und Ultimate ist Quatsch. Das heißt, wir sollten gamblen. Wir könnten Twitch-Joker benutzen dann. Stimmt. Dass die Genesis wegmachen sollen, wenn es falsch ist. Oder Master System wegmachen, wenn sie falsch ist. Ja, wir vertrauen nochmal auf den Twitch-Chat. Okay. Wir sagen, macht uns bitte Master System oder Genesis weg. Leute. Und eins von beiden falsch ist. Genau, Chat. Eine falsche Antwort, voten bitte. Sagt bitte, votet nichts. Wenn ihr euch wenn ihr zwei oder vier sagen wollt, das ist besser, wurde bitte nur eins oder drei raus. Ich glaube, es ist mal. Ich glaube, das ist den Joker, das ist ein safer Call, den hier zu benutzen. Ja. Ich warte kurz, damit nicht irgendwie alles rigged ist, ne? Ich hol mir mal kurz einen Pulli. Echt? Was? Ich find's auch frisch. Also ich halte es aus, aber es ist. Ich finde es gerade angenehm. Ich auch. Voll schön gerade. Okay. Also der Chat sagt, dass die Antwortmöglichkeit 1 falsch ist. Dann nehmen wir 3. Dann nehmen wir 3. Krass. Okay. Ihr sagt der Genesis. Mhm. Und ihr sagt, Matteo? Auch Genesis. Aber okay. Wir haben nur geraten, wirklich. Wir wissen, okay. Sonst wusste es keiner. Und in der Tat ist es der Genesis. Nice. Ja. Ihr habt das richtig geraten. Ja, wir haben auch zwischen Sega Master und Genesis, weil nur die beiden kenne ich vom Namen her. Mhm. Dann haben wir einfach Genesis. Gibt es denn das Master-System überhaupt? Ja, ist der Vorgänger. Ich glaube schon, ja. Ha. Okay. Andi, wir haben Punkte. Geil. Geil. Ja. Andi, hier also fast 200, ne? Lustigerweise findet man widersprüchliche Gründe dafür. Es gibt einmal den Grund, dass irgendwas Markenrechtliches vorliegt in Nordamerika. Das haben irgendwelche alten Sega-Leute gesagt. Andere haben gesagt, man brauchte einen frischen Namen, der auf dem amerikanischen Markt mehr Anklang findet. Und da hat man irgendwie an die Genesis als etwas Neues gedacht oder irgendwie, keine Ahnung. Klingt fresh. Ein bisschen nerdig. Bibel ist immer richtig fresh. Ja, ich verwirrte Amerikaner sagen verwirrte Dinge. Vielleicht war aber auch gerade der Anime Evangelion im Hype, weißt du? Und dann sind die einfach mit aufgesprungen. Das ist doch viel, der kam auch später, oder nicht? Der ist schon ziemlich alt, glaube ich. Der ist schon sehr alt. Ich halte die Markenrechtserklärung auch für alt. Der Anime ist schon sehr alt. Ja. Ich habe beides gefunden. Ich glaube, in der deutschen Wikipedia stand das mit dem voll Bock, mal wieder so einen richtig Namen geilen und den englischen dran. Alten Anime zu oder umgekehrt. Alten so. Anime mag ich überhaupt okay. Nicht. Nicht? Nö. Nächste Frage. Mag neuen Anime mittlerweile. Golden Boy. Golden Boy war geil. Und zwar, wie hoch ist die Auflösung des Game Boy Color? Boah. Alter. Boah. Was machen wir? 120 x 90 Pixel, 160 x 144 Pixel. 240 mal 188 Pixel oder 640 mal 480 Pixel. Game Boy Color. Da war ja schon komplett krass. Nee, ich meine, der Color-Namen. Der war einfach nur, der konnte nur zwei Farben gleichzeitig. Ja, das war so ein richtiges Drecksding. Also Andi, ich würde jetzt anfangen, Joker zu benutzen, weil wir sind nur noch, es sind noch 6 Fragen, wir sind also noch dreimal dran oder so, weißt du? Mhm. Also ich würde einfach Joker jetzt alle benutzen. So, die haben jetzt einfach geraten. Die haben keine Ahnung. Wollen wir da sagen, ich dass weiß es, das. Dass wollen wir da sagen, dass die es falsch haben? Ja. Also oder wollen wir es denn noch aufheben? Könnte schon ganz gut gehen. Weil das ist einfach komplett raten einfach, oder? Naja. Also das ist ja wie so eine Ramp. Und wenn die sagen, ja, nee, das ist auf jeden Fall so niedrig. 640 dann können wir ausschließen. Das Ding hat niemals 640. Können wir ja sagen, dass auf jeden Fall, wir sagen es falsch, aber was wenn doch? Alter, dann wäre das ja vielleicht krass. Finden wir noch eine bessere Frage, besser die wir so dodgen Handy können. Aber was ist, wenn wir sagen, die haben es falsch, müssen wir selber trotzdem noch. Wir müssen ja trotzdem noch raten. Genau, wir können ja trotzdem noch normal raten. Machen wir dann einfach beide Joker. Sowohl wir sagen es
absichtlich falsch, als auch die haben. Nee, dann haben wir zwei Joker für 20 Punkte rausgehauen. Das bringt das ja nichts. Das stimmt. Ja. Aber können wir es überhaupt selbst beantworten? Das ist erstmal die Frage. Ich würde mir einen Tipp geben lassen, unter der Prämisse, dass wir ja wissen, dass 46 falsch ist. Vielleicht können wir es noch weiter einengen. Aber der Tipp ist dann wahrscheinlich sowas, er hatte 30% mehr Pixel als der normale Gameboy oder so. Das ist dann so der Tipp, der bringt dann vielleicht nichts. Könnte aber auch sein, dass dann... Er sagt dann die Multiplikationszahl. Maurice ist so einer. Der sagt dann das Ergebnis aus allen Pixeln. Oh, also alle Pixel, dann müssen wir rechnen. Sagen wir einfach, dass wir die falsche sagen? Ja. Okay, also falsch und genau, vier. Genau, ja. Okay, wir sagen den Falsch-Joker, also wir müssen falsch okay. antworten und okay. wir nehmen 640 mal 480 Pixel. Wäre so geil, wenn das richtig ist. Also dann hat der Game Boy es verdient. Was ist, wir haben 3, 240 mal 188. Okay. Auch schon sehr hoch. Ich glaube, ich hätte eins gesagt. Ich hätte auch eins oder zwei maximal. Findet ihr überlegbar? 240? Das ist so wenig. Man konnte die Pixel einfach sehen. Nee, und Game Boy Color? Doch. Doch. Der Tipp wäre gewesen, die Höhe, also die zweite Zahl ist immer die Höhe, ist identisch mit der geringsten Einstellung auf YouTube. 144. Ja. Also die zwei. Das heißt, weil wegen des Jokers kriegen Matteo und Andi 20 Punkte. Oh, nice. Ja, krass, aber... Also das stell ich das mal vor. 160 an der Stelle. Und darauf hat man damals... Ja, du guckst dann so, aha. Weißt du, in einem Pixel ist der Kopf von irgendwas. Habe ich Pokémon in Blau. Wenn jemand im Chat aufgepasst hat, ich war mir gar nicht sicher, ob es 202 oder 207. Kann Chat nochmal verifizieren. Ja, stimmt, glaube ich. Okay. Und dann der Game Boy Advanced. Der war krass. Den hätte ich immer so gern gehabt, ey. Der Game Boy Color hat übrigens die gleiche Auflösung. Nur der eine hatte Farbe, der andere nicht. Meinem Kumpel, der hat einen Gameboy und der hat gezockt, während er pinkeln war, und dann ist ihm der Gameboy in die Toilette gefallen und er hat draufgepisst. Und dann ging der eine Woche nicht. Und dann ging er irgendwann einfach wieder. Ja. Das war komplett wild. Okay. Es kommt die Leibniz-Frage. Oh, natürlich bei uns. Können wir auch noch mit Leibniz-Fragen? Ich habe mich extra vorbereitet, monatelang nur Leibniz. Brauchen wir einen neuen? Ich muss sagen, ich finde Leibniz gar nicht mehr so geil mittlerweile. Leibniz stammt wie die Cebit aus Hannover. Wann war die letzte Cebit? Dafür war er auch zu Lebzeiten bekannt. Das ist eine gute Frage. 2017, 2018, 2019, 2020. Hier? Okay. Okay. Es ist auf jeden Fall, also ich war ja sogar mal auf der Cebit ein paar Mal. Und in welchem Zeitraum des Jahres war die? Die Cebit war immer im zweiten Quartal, glaube ich. Das heißt, Anfang 2020 könnten wir ausschließen, richtig? Es ist auf jeden Fall nicht 2020. Es ist auch nicht 2019. Wollen wir dann einfach den Falschjoker nehmen für 2020? Können wir machen, aber ich glaube, wir könnten sogar mit 2017 einfach hier, wie viele Fragen kommen denn noch? Wir haben hier noch zwei. Das heißt. Ich meine halt, das war 2017. Das hat halt jemand. Also, wie viele. Warte, wir kriegen jetzt noch? Wie viele? Wir haben jetzt die Frage und dann zwei danach. Zwei danach. Okay, wir haben noch zwei Joker. Wir haben einen Falschjoker. Den Falschjoker, den können wir halt immer ziehen. Mhm. Weil so richtig 100% wissen ist unwahrscheinlich, sogar noch was so richtig wissen. Was war der andere? Die haben es falsch. Ist es 2017 oder 2018? Es müsste 2017 sein. Überlegen. Die ist schon länger, RIP. Ist 2017, Leon. Okay. Ihr könntet noch den Joker nehmen, das, ob wir falsch liegen. Mhm. Will, dass wir den Joker nehmen, weil wir es richtig haben. Ja. Muss ich mal überlegen. Ich habe es auch wieder gelesen, weil ich habe, wie gesagt, Cebit ist ja eine Messe, auf der ich ein paar Mal war. Die war schon damals scheiße. Wann war das? 2013? 13, 14 war ich, glaube ich, nochmal da. Und dann ging es sehr rapide bergab. Dann war nochmal Angela Merkel da, um die zu eröffnen. Wann war das denn? Da war ich sogar da. Die ist sehr schnell RIP gegangen. Aber 2017 oder 18? Angela Merkel? Alfred Hitchcock. War doch nicht lustig. War
macht er lustig über mich. Also es wird halt 1 oder 2 sein. Und die Frage ist, können wir... Es ist halt dann 50-50, ne? Das 1 oder 2. Ja, dann... Also wir könnten jetzt halt den Joker damit tippen falsch. Aber den können wir halt immer nehmen. Hier haben wir eine realistische Chance zu gamblen. Ich finde 2017 natürlich gut, aber jetzt bin ich, je länger ich drüber nachdenke, könnte es auch 2018 sein. Also ich würde auf jeden Fall bei der Frage sagen, die haben es falsch. Ja, willst du? Ja. Okay, dann nehmen. Ich würde 2017 nehmen. Okay, dann ist es eingeloggt. Okay, 2017, die haben es falsch. Okay, ihr sagt 17, was sagt. Und ihr sagt falsch, Joker. Ja, okay. Falsch, Joker, wir haben 2017. Scheiße. Okay. Dann gibt es 20 Punkte für Niklas und Leon, denn 2017 ist falsch. Sehr gut. Also es ist 2018. Ja. 2018, ja. Mhm. Okay. Also haben wir uns abgesichert. Ja, eigentlich schon. Jetzt wäre richtig lame gewesen, hätte ich das 2018 gesagt. Wäre komplett geklopft. Wurde eingestellt, weil Besucher- und Ausstellerzahlen rückläufig waren über viele Jahre. Ja, seit Anfang an eigentlich. Die Messe hat auch niemanden interessiert, die war einfach nur scheiße. Also so ein paar Verkäufer eingegangen und hallo, wollen Sie meine Geräte kaufen? Und dann hat aber keiner interessiert. Und draußen konnte man so Go-Kart fahren. Das war eigentlich das Highlight. Also etwas, was mit der Messe nichts zu tun hat. Wenn das das Beste ist, hast du ein Problem. Okay, next. Wir haben noch den Twitch, ne? Und den... Welcher dieser deutschen Spieleentwickler hat die meisten Mitarbeiter Stand Januar 2020? Ja, vielleicht hat sich das mittlerweile ja geändert wegen Corona und so, aber Stand 2020 im Januar. Big Point, InnoGames, Blue Byte, Crytek. Ja, nee. Ich würde die irgendwie sagen. Ich würde die sagen, ja. Ja. Andi guckt immer rüber, wenn wir es drauflegen. Ja, ich habe nichts. So, ich habe keine Ahnung, Andi. Wo ihr fertig seid. Ich glaube, sind die ja, bei Crytek, glaube ich, lief es kürzlich eigentlich nicht so gut, aber nee, die leben immer noch. Ja, die haben aber abgebaut. Ja. InnoGames oder Big Point? CryEngine, voll groß. Ja, okay. Hast du schon mal Crysis gespielt? Big Point oder InnoGames? Was macht ein Big Point? Was, InnoGames kenne ich gar nicht. Ich kenne die beiden vom Namen her nur. Das ist auch nicht so ein Joker, wo ich ausschließen kann mit. Blue Byte hört man schon öfter, aber ich weiß auch kein Spiel dazu irgendwie. Auch nicht. Schwer zu sagen. Also wir haben noch den Joker, dass die es falsch haben. Mhm. Und den Joker, dass wir eine Antwort ausschließen können. Es kommen noch wie viele Fragen? Die, dann sind die nochmal dran, dann sind wir nochmal dran, dann sind wir bei 28. Und dann sind wir bei der letzten nochmal dran. Das heißt, mit dieser 3 Fragen, wenn ich es richtig sehe. Mhm. Das heißt, ich würde mir die Joker noch aufheben, weil hier bringt er uns nichts. Mhm. Und ich würde mir, glaube ich, oder wollen wir sagen, dass die es falsch haben? Könnte eine sehr gute, ja, ich glaube, das wäre eine gute Chance, jetzt den zu nutzen. Mhm. Und wollen wir uns einen Tipp geben lassen, versuchen noch 10 Punkte zu holen, weil ich kann es nicht einschätzen. Oder willst du komplett raten? Ich würde auch Info. Okay, also wir nehmen erstmal den Joker, dass die anderen es falsch haben. Okay. Mm. Und wir geben uns einen Tipp für die halben Punkte. Okay. Das kannst du gut richtig haben. Dann geht hier wieder auf 2 Minuten hoch. Der Tipp ist, der Sitz der gesuchten Firma ist in Düsseldorf. Hilft mir gar nicht. Falsch. Weiß ich's, ja. Was sind die hier? Also Crytek ist in Frankfurt, das weiß ich. Ist InnoGames in Düsseldorf? Ups. Also keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich? Wo ist Düsseldorf? Düsseldorf ist irgendwo in der Nähe von Köln. Deutschland oder was? Ja, so in der Nähe von Köln, so eine halbe Stunde weg oder so, oder keine Ahnung. Nee, Europa. Ja. ist Big Point in Düsseldorf oder ist Big Point in Köln? Wo ist InnoGames? InnoGames in Köln. Was ist Blue Byte? Ich habe keine Ahnung. Planet Erde, ne? Ja. Hm. Die meisten Mitarbeiter. Ich weiß aber gar nicht, was die machen, Leon. Kenne ich nicht. Boah, Andi, was würdest du jetzt vom Gefühl her sagen? Ich hätte einfach von der Größe vom Gefühl her Blue Byte gesagt, aber sonst einfach keine Ahnung. Okay. Das ist echt nicht. Wollen wir Blue Byte einfach nehmen? Die sind in Frankfurt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, InnoGames oder Big Point sind groß. Big ist so, klingt so groß. Big klingt groß.
InnoGames oder Blue Byte? InnoGames oder Blue Byte? Dann lieber Blue Byte. Okay, wir nehmen einfach Blue Byte. Ihr sagt Blue Byte, okay. Ja. So, was habt ihr? Wir haben Big Point. Das war falsch, das ist jetzt in Hamburg. InnoGames auch. Das sind beides Browser-Games, Klitschen. Echt? Die haben richtig viele Mitarbeiter. Was? Genau, Big Point und InnoGames sind beide in Hamburg. Gehört Blue Byte nicht irgendwie mit zu Ubisoft sogar? Wir haben schon mal die 20 Punkte vom Joker. Wer? Blue Byte, ja. Die gehören doch auch zu Ubisoft. Was heißt gehören? Aber auf jeden Fall werden Spiele von Ubisoft von Blue Byte gepublished. Genau. Unter anderem Anno. Also, oder auch Siedler, glaube ich. Also was war jetzt mal richtig? So, richtige Antwort ist aber Blue Byte. Geil, das heißt, wir 10 Punkte kriegt. Davon. Und 30 Punkte, also 30 Punkte 30 insgesamt. Punkte, ne? 10, 30 Punkte, wegen Krass. Falsch und so weiter. Das ist Rekord, oder? Jetzt schon. Was war Rekord bisher? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Alles. 80 war da mal Rekord oder so, ne? Nee, 280 ist viel. Viel zu viel. Alter, 237 IQ. Alter. Durch 2 geteilt, haben wir also normal nicht. Kann euch auch so die Dimensionen mal sagen. Ja, Big Point hat 230 Mitarbeiter. Krass. InnoGames hat 400 Mitarbeiter. Okay. Blue Byte hat 620. Und Crytek hat nur 120. 290. Okay. Krass, wie wenig, das klingt. Stand alles. Januar 2020 steht dabei. Mhm. Okay. Krass. Okay. Puh. Next question, wieder an Niklas und Leon. Holen wir jetzt. Komm, eine holen wir noch, Leon. Was musste man machen, um den Endboss Psycho Mantis im Metal Gear Solid 1 zu besiegen? Okay. Controller umstecken, Konsole neu starten, Spiel speichern oder Musik ausstellen? Mhm. Habe ich gespielt sogar, das hat Spaß gemacht. Controller umstecken, das ist safe. Ich hab das irgendwo im YouTube-Kosmos. Hätte ich jetzt auch am ehesten gesagt. Also, das ist es. Okay. Alles andere ist nicht vorgekommen. Mhm. Weiß nicht, welcher Boss das ist. Ich habe das Game nie gespielt. Aber ich habe irgendwann gehört, irgendwo, dass Controller umstecken die Lösung war. Ja, nehmen wir. Oder nochmal kurz überlegen, Konsolen neu starten? Glaube ich nicht. Nee, es war Controller umstecken. Ja, eins. Okay, Controller umstecken und ihr sagt? Ja, es ist stimmt. Okay, umstecken. Ist richtig. Der Grund ist, der Boss kann in Snakes Gedanken eindringen und die kontrollieren. Und der Spieler muss dann auf die Idee kommen, da muss ich ja wohl den Controller umstecken, damit er nicht mehr meine Gedanken kontrolliert. Und der hat von den Memory Cards die Spielstände ausgelesen, hat dir dann Sachen darüber gesagt. Es war voll creepy. Es war richtig krass. Krass. Es war ein richtig heftiges Boss-Design, was so die vierte Wand gebrochen hat. War richtig geil. Okay. Damals, als man noch gedacht haben, als man den Gamer noch was abverlangt hat. Das wäre aber so wie heute, für heutige Maßstäbe wäre das sogar noch krass. Ja, klar, du? Total. Finde ich voll. Heute würden die verklagt werden. Ja, ach so, wegen den Arsch. Ich kann das Spiel nicht durchspielen, ohne Controller umzustellen. Ja, oder Datenschutz, warum wissen die, was für Spiele ich spiele? Ja, war aber richtig geil damals. Yo, next ist. Wie hieß Minecraft ursprünglich? Nee, ursprünglich. Ursprünglich. 1. Cave Game. 2. Endless Dungeon. 3. Cube Game. 4. Endless World. Weiß ich nicht. Weiß ich. Wir müssen schnell, oder? Die müssen schnell. Ah, nee, die müssen schnell. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Wir haben noch Twitch-Joker und das ist jetzt 28 von 30. Ja, ich kann halt schwer aus... Also guck mal, weißt du, was komisch ist, dass da Endless zweimal drin ist. Da würde ich schätzen, dass es eins von den beiden ist. Doch zweimal Game. Zweimal Game, ne? Ja, stimmt. Dann würde ich schätzen, dass es eins von den anderen beiden. Cave Game oder Cube Game? Cave Game würde ich nicht denken, weil Cave, also so diese Dungeons unterirdisch und so... Wäre ein sehr schlechter Titel. Ja, und vor allem, das ist nicht so, also bei Minecraft kam es nicht erst später, dass man dann so in diese unterirdischen Dungeons ist oder so. Cube Game finde ich passt voll, aber das ist auch so offensichtlich. Klingt so. Ja, Joker bringt uns auch nichts. Wir wollen wahrscheinlich eine Info haben, oder? Ja, genau, wir wollen eine Info haben und wir heben uns den Joker auf fürs Finale. Ja, hätten gerne Info. Wir wollten eine Info? Okay. Ja. Es ist ein Game. Okay, Cave Game oder Cube Game? Fuck. Aber Cave Game klingt dumm. Ja, aber ursprünglich würde ich auch sagen, waren da überhaupt Höhlen drin oder war es einfach erstmal so Erde Platte, und alles? Genau, einfach eine Platte und da konntest du überall. Dann ist Cube Game, oder? Dann würde ich das einfach nehmen jetzt. Scheiße, ey. Cube Game. Das klingt aber falsch. Also, es klingt zu.
zu offensichtlich, weißt du? Cave Game. Cave Game. Also ich erinnere mich so an den Trailer, an den ersten, aber der war wahrscheinlich auch weitaus später, als es ursprünglich hieß. Und das war ganz viel so an der Oberfläche und so. Da baut man irgendwie so eine kleine Farm und so. Das hat nicht, das ist noch nicht so Cave-Fokus. Ich habe das in der Alpha gespielt und da habe ich keine Ahnung, wie da die Trailer aussahen. Ja, ich auch. Deswegen, in die Höhle gegraben. Ich habe mir wegen Minecraft habe ich mir einen PayPal-Account gemacht, weil das konnte man nur mit PayPal kaufen. Hm. Ich habe mir von einem Freund das kaufen lassen, weil ich kein PayPal hatte. Mhm. Ja, mein Bruder hatte das und meinte so, ey, heute ist der letzte Tag von der Alpha. Wenn du das jetzt kaufst, dann kriegst du alle DLCs kostenlos. Ist versprochen. Für 10 Euro oder so. Nein, geil, ja, genau. DLCs. Und das war... DLC? Es gab nie einen DLC, den man hätte kaufen können. Aber das war das Verkaufsargument. Man meinte, alle Future-Content wird kostenlos. Also alle zusätzlichen Updates eher, oder? Genau, alle, was zusätzlich kommt, wird kostenlos. Nicht so, Alter, ich muss es kaufen. Da habe ich es mir gekauft. Oh, keine Ahnung, an die Cube Game. Wollen wir Cube Game nehmen? Ja, ist wahrscheinlich falsch. Wir nehmen Cube Game. Okay, Cube Game. Cave Game. Und dieser Cave Game? Ja. Cave Game ist richtig. Ja, ja. Ich hab da mal ein Video drüber gesehen, allgemein über Notch und so die ganze Zeit vom Anfang. Ja. Deswegen auch Minecraft, wegen Mine, also Mining. Naja, schon klar. Ach stimmt, Minecraft, ja klar, stimmt, da hätten wir es herleiten können, das stimmt. Ja, ist noch so ein bisschen drin. Ist nur ein bisschen. Geil. Gut. 191, Alter. Ey, wir so können die 200 noch knacken. Ich glaube, ich hatte noch nie 200. doch, du hattest einmal eine krasse Runde, da hattest du auch über 200, das weiß ich noch. Okay. Leon. So, die letzte Frage für Team Niklas Hauke. Leon. Oder Team Honda. Welches Gerät gab dem Lichtschwert aus Star Wars seinen Sound? Oh, das habe ich auch schon mal gehört. 1, eine Bohrmaschine. 2, ein Kinoprojektor. 3, eine Tür. Oder 4, ein Stahlofen. Oh, fuck. Ist unsere Frage, ne? Ja. Ich glaube. Okay, mach. Ja, wir raten mal. Okay, also wir nehmen auf jeden Fall den Joker schon mal, dass sie es falsch haben. Weil Haben wir schon. Wir haben nur wir können was Falsches sagen. Ach so. Genau. Also wir können was Falsches nehmen. Stimmt, wir können was Falsches Bohrmaschine nehmen. Ist ja Quatsch. Bohrmaschine macht... Ja, kommt darauf an, aber woran es gehalten wurde, ne? Also was halt damit gebohrt wurde zum Beispiel. Auch. Müssen wir erstmal überlegen, in welcher Zeit, Technologie, gab es erst ein Laserschwert. Erste Film, der ist ja 1985 oder so. Da hatten die auf jeden Fall noch nicht die Mittel, um richtig krass jetzt die Sounds so ultra krass zu bearbeiten, würde ich mal sagen, mit Software. Ich glaube, der war noch früher. Der war doch 70er, oder? Ja, ja, also auf jeden Fall früh. Sehr früh. Früh. Ja. Da waren wir noch nicht auf der Welt. Also ich war noch nicht auf der Welt. Ich schon, aber. So. Stahlofen, Kinoprojektor. Oder die haben den dort. Nee, damals haben die noch alles so. Wir können Bohrmaschine sagen, das ist falsch. Also mit dem Falsch-Joker. Können wir machen. Und dann hoffen, dass wir die letzte Frage wissen. Jo. Okay, wir nehmen einen Joker und sagen 1, Bohrmaschine. Ja. Ich glaube, das ist der Kinoprojektor. Also das ist die richtige Antwort. Okay, er sagt also, die Bohrmaschine ist falsch. Okay. Ja. Was habt ihr geantwortet? Wir haben den Kinoprojektor. Okay, dann kriegen beide Teams 20 Punkte. Yeah. Dann ist tatsächlich eine Mischung aus Kinoprojektor und einem Fernsehgerät. Interesting. Über 200, Niklas. Ja, Mann. 211. Heftig. Alter, die haben gleich 300. Die geben wir denen nicht. Schaffen wir 300. Nee. Die Dr. Robotnik. Stimmt. Schaffen wir 300? Nee, geht nicht mehr. Nee, geht Alter, nicht. Heftig. 297. Aber fast. Hoch. So, wir können jetzt noch, okay. Noch 20 holen. Ja. So, letzte Aber wir hatten Frage. 60er Ziel. Ihr solltet da wahrscheinlich auch den Twitch-Joker dann benutzen. 60 haben wir geschafft. Ja. Welche Spezialisierung gibt es in SimCity 2013 nicht? Nicht. 1. Bergbau. 2. Elektronik. 3. Glücksspiel. Oder 4. Landwirtschaft. Ich hätte jetzt den nicht. Gesagt oder den. Genau. Die anderen ich würde den sagen. 3 gibt es, eine nicht. Ich würde sogar den sagen. Ja? Mhm. Okay, dann take it. Rum, aber also glaub, argumentativ würde ich sagen, das ist ja EA und sowas, so Massenmarkt und die wollen mit der Jugendschutz ganz weit runter, das sollen die Kids schon spielen, Glücksspiel, weil das wird hart reglementiert vielleicht.
Weißt du, was ich meine? Das könnte ein Grund sein. Ja, aber es ist SimCity. Also in sowas wie SimCity. Ich habe gerade Sims im Kopf. In sowas gehabt. Wie City Skylines, da gibt es auf jeden Fall irgendwie so Nachtleben und Casinos. Stimmt, und Casinos, und so. Das ist für Städtebau schon geil, wenn du da irgendwie ein Casino schon ranstellst. Ich hätte gerade Sims im Kopf, sorry. Ja. Ich hätte jetzt eher Bergbau gedacht, weil wie genau willst du das doch? Da baust du doch keine geile Siedlung um so eine Mine rum oder was? Elektronik macht Sinn. Ich finde, Bergbau passt auch nicht zu einer Stadt, weißt du? Ja. Elektronik passt zu einer Stadt, hast du so ein E-Werk. Landwirtschaft kannst du halt so Bauernhöfe bauen. Glücksspiel, Casinos, Bergbau, so eine Mine. Passt da kann man da irgendwie Öl oder was? Gibt es dann unterschiedliche Ressourcen, die man aus dem Boden rausholt? Also Fracking? Aber ich glaube, es erscheint mir am unwahrscheinlichsten. Glücksspiel würde ich sogar für sehr wahrscheinlich halten. Elektronik eigentlich auch, weil das ist irgendwie so ein Business-Zweig. Ja. Dann macht man irgendwie so Tech-Shit. Landwirtschaft also kann auch sehr gut sein, dass man irgendwie so ein Dorf baut. Bei welchen beiden schwankst du denn noch? Ich bin eigentlich für Bergbau relativ eindeutig. Ja, dann sagen wir es mal so. Wenn Bergbau falsch ist, Chat, dann votet es mal bitte raus. Okay. Und dann re-evaluieren wir das. Okay, Chat. Ein Vote, eine falsche Antwort voten. Also votet etwas, Chat, was ihr für falsch haltet. Das Team bittet euch, eins zu voten, wenn eins falsch ist. Schwierig, wirklich. Boromir, ja. Glücksspiel. So, ich stufe euch wieder auf 2 Minuten hoch, ne? Okay, der Chat votet, eins ist falsch. Okay. Shit. Also, können wir doch richtig. Eins also richtig sozusagen. Ja, es gibt die Spezialisierung Bergbau. Hätte ich auch gesagt. Hätten wir auch gesagt. Elektronik, Landwirtschaft. Dann entweder Glücksspiel oder Landwirtschaft, oder nicht? Elektronik ist aber bestimmt da, oder nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht ist das schon zu Standard. Das ist einfach in Standardwirtschaft drin und dann macht man keinen Elektronikwirtschaftszweig zusätzlich. 2013, ne? Das ist ewig lange her. Okay, also 2013? 7 Jahre, das ist krass. Da war StarCraft 2 Jahre draußen. Ja. Gab's in StarCraft schon Elektronik? Andi, ich würde fast Glücksspiel sagen, ganz ehrlich, glaube ich. 2013, Glücksspiel. Oder was würdest du sonst raus? Glücksspiel ist auf jeden Fall, das ist so, komm, lass mal die gamblen, ich mache meine Regeln als Bürgermeister locker dann und dann krieg ich Steuern. Dann Landwirtschaft raus. Elektronik finde ich. Es ist SimCity, ist nicht Land. Landwirtschaft ist Land. City ist City. Aber ich erinnere mich, das ist ein gutes Argument. Das ist so, Andi, es gibt keine Bauernhöfe in der City. Stimmt, ja. Aber das man kann da so unterschiedliche Siedlungen machen. Landwirtschaft raus! Was willst du nehmen? Landwirtschaft ist falsch, Andi. Landwirtschaft von mir aus. Von mir aus. Wir nehmen Landwirtschaft. Und wenn es Glücksspiel ist, bin ich richtig sauer auf dich, Andi. Okay. Wir nehmen Landwirtschaft. Wir haben Elektronik. Elektronik, okay. Echt? Oh ja. Gott. Ist es das? Ja, sorry. In den Wirtschaftswissenschaften definiert man diesen Bereich zum Primärsektor. Es ist Landwirtschaft. Kacke. Okay. Ey, Andi, das war mir gesagt. Aber wäre es cool gekommen, wäre es richtig gewesen. Ja, wäre cool gekommen. Wir dachten, es ist Bergbau. Krass. Ja, das ist der Endstand. Alter, fast 300. 300. Ihr seid unbesiegbar. Ihr seid super Schurken. Aber Andi war MVP heute, hat gar nichts gemacht. Andi ist halt einfach krass. Ja, aber ist aber bis jetzt immer so gewesen. Andi ist bestimmt bisher ungeschlagen in IQ-Quiz, oder? Ja, Andi. Du hast noch nie verloren, oder? Glaube auch. Weißt ja alles. Ja, der Ring, Assassin's Creed und Gürbi. Das sind meine Dinger. Das ist dein Leben. Sprecht ihr euch ab, wenn das Quiz gemacht wird? Der Zugriff auf alles. So. Malerei. Ja, gut, sind wir fertig. Ja, geil. Ja, war geil. Gut gespielt. Richtig gut gespielt. Corona-Handschlag. Gut gespielt. Schön. Danke, Maurice. Gut vorbereitet. Danke für die Vorbereitung und Durchführung. Aber also die spontane Frage. Außer die Fragen, die ich nicht wusste, die fand ich jetzt nicht so schön. Ja, ja. Doch, WoW-Frage, die war auch gut. Das war eine gute Frage. Konnte ich zumindest danke ein bisschen. War gute, aber alles gute Fragen. Ja, war richtig cool. Außer mit Rockstar Games. Der Rockstar Games, Andi, ne? Kann man nicht irgendwie einen Publisher haben, den alle kennen? Ja, irgendwie. EA oder so. Das wäre lustig. Blizzard. Das sind alle so Titel, wo man nicht weiß, wo gewesen, weil da hätten wir alle viel gewusst. Aber da hätten wir gibt's alle halt Spiele so viele, gewusst. Ne? Wobei, da hätten wir alle Spiele Activision gewusst. Activision Blizzard ist auch COD und so, ne?